zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Abseits Podcast. Es ist ein Weile her. Ich bin nicht ganz schuld allein dran. Es wird lange, wenn wir wirklich über alles reden, was wir wollen, darüber reden. Aber vielleicht auch nicht. Andi, wie geht's? Ja, diesmal bin ich tatsächlich. Warte schnell. Ich muss hier ein bisschen umbauen. Damit. So. Boah, so sehe ich richtig krass aus. Ja, ja. Muss ich denn jetzt einen Bäumel haben? Nein, muss nicht. Aber heute brauchen wir ihn nicht. Heute haben wir ja tendenziell weniger Lärm, oder? Okay. Meinst du, kann keiner reingehen und telefonieren da rein? Nein, heute nicht. Und wahrscheinlich kann da niemand mit Gabel spielen. Und, jetzt haben wir kurz hinter der Szene gesehen. Jetzt haben wir drüber. Mir geht es sehr gut. Hey, ja. Eine Ehre darf da sein, würde ich sagen. Und, ja. Aber ja, ist, tatsächlich diesmal bin ich da unflexibel gewesen, für einmal. Fangen wir mit dem Traurigen oder mit dem Guten oder mit dem Schönen an, wie ihr es wollt. Ich suche weiterhin neue Podcast-Partner, Leute, die uns unterstützen. Der Andi hat recht viel zu tun. Und ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass im Moment kommen wir zu wenig. Oder? Das ja. Heisst, falls jemand von euch, am besten, halt auch am liebsten, so dumm, dass auch eine Frau Lust hat, da mitzumachen. Manchmal zu dritten, manchmal nur ich und sie. Manchmal auch nur sie alleine, wenn sie will. Wenn sie die Nase voll hat von den zwei Andis. Dann wäre das mega interessant. Also wer mal Lust hat, kann sich bei uns melden. Unbedingt. Wie gesagt, ja, ich hoffe zwar schon, dass sie wieder die Regelmäßigkeit reinbringt. Ich glaube, momentan ist es einfach, ja, es muss sich eingrooven. So mit 6-mal auf dem Platz, plus Match und so, ist schon. Ja, 6-mal auf dem Platz, aber gut, bislang erfolgreich, he? Abgesehen von der einen Niederlage, oder? Ja, jetzt haben wir im Cup 2 Niederlagen und in der Meisterschaft haben wir 2 Siege von 2 Spielen. Was, im Cup 2 Niederlagen gegen wer? Basel und St. Gallen. Ah, okay. Härte Gegner? Ja, dort sind wir noch nicht. Dort sind wir noch nicht, aber ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist mega cool, um so zu arbeiten. Also du hast wirklich viel mehr Zeit, den Spielerinnen ein bisschen deine Spielidee zu zeigen. Du kannst wirklich intensiv mit denen arbeiten. Du kannst auch mal individuell arbeiten, ohne dass es gerade irgendwie ein Problem gibt. 6 Trainings sind mehr als 2. Ja, es gibt so viel mehr Möglichkeiten. Und du kannst in kürzerer Zeit eigentlich viel mehr erreichen. Das ist schon cool. Vor allem habe ich auch wirklich sehr willige Spielerinnen, die sich auch mega Mühe geben. Also hey, look, mich erinnert das an FC Thun. Das Frauenteam Thun Berner Oberland, aber nicht FC Thun. Die trainieren nur 3-mal in der Woche und das. Ja, das habe ich. Hast du das letzte geschrieben? Ja, also, soweit ich weiß, ist das immer noch der Standard. 3-mal in der Woche nur. Das ist schon krass. Das Frauenteam Thun Berner Oberland und da merkst du das halt schon. Vergleichen mit einem Basel, der 6-8-mal trainiert. Oder Zürich. Weißt du noch den Grund dahinter? Es ist noch ihr alter Trainingsbetrieb aus der ACB nachher. Sie arbeiten alle, sie brauchen Freizeit und vielleicht haben sie auch keinen Platz, ich weiß nicht, ob der Charles Grüter mittlerweile mehr Trainings einführen kann, aber mein Stand, den ich immer noch habe von Anfang der Saison, ist, dass Thun weiterhin nur 3-mal in der Woche trainiert. Ja, das ist schon happy, ja. Eben, ich spiele nicht. Also eben, das ist kein Vorwurf von niemandem, ich weiß, dass es schwer ist mit der Arbeit und so weiter. Aber ich habe Spielerinnen, die machen eben 5-6 Trainings in der Woche als U18 und das schon ein Pensum. Also du merkst aber auch, gell, dass es so eben viel dann auch gibt, wo in dem Alter sagen, hey, nein, es ist mir einfach zu viel. Und ja. Dann verstehe ich es halt schon, dass du, wenn du als Verein sagst, hey, look, wichtig ist uns, dass sie bleiben und dass man sich enthalten und so. Ich glaube, du brauchst ein Zwischending. Ja. Aber wichtig ist ja dann auch, und das ist ein Appell an dich und an alle Trainer draußen, dass eure Trainings nicht eintönig lahm sind. Wenn du lahme Trainings machst, fühlen sich 6-mal halt schon an wie 88-mal. Und das willst du ja nicht. Aber wenn du den Trainingsbetrieb so machst, dass er Sinn macht für die Spielerinnen, dass sie das Gefühl hat, sie profitiert von diesen 6 Trainings in der Woche. Und vielleicht halt auch nicht in jedem Training, weil das habe ich auch schon erlebt. Teams, die dann einfach in jedem Training die gleiche Athletik-Spuren durchgehen und so weiter. Dann, ja, natürlich, da kann sie auch ins Gym gehen und dort ja. Crossfit machen. Wo leider zu viele Fußballerinnen machen mittlerweile. Crossfit über Fußball. Das ist sehr traurig. Oh, echt?
Ja. Nein, da bin ich, glaube ich, bis jetzt noch recht variabel unterwegs. Aber eben, wir sind jetzt in der ja gut, du bist ja ein Taktikliebhaber, gell? Woche 5. Muss man natürlich auch sagen. Aber du bist ein Taktikliebhaber. Du bist jemand, der wirklich auch gerne an so Sachen feilt. Vielleicht Spielerinnen nicht immer zwingt, etwas zu machen. Aber du musst sie natürlich auch physisch an einen Punkt bringen, wo sie können mithalten mit den Gegnerinnen. Gerade wenn es im Köp ist. Ja, ich glaube, so Sachen merkst du einfach die unglaublich physische Präsenz, die so ein St. Gallen Basel oder so auf den Platz bringt, ist schon krass. Obwohl ich muss sagen, also bei St. Gallen diskussionslos, aber gegen Basel wäre ein Punkt nicht gestohlen gewesen. Wir haben zwar 3-0 verloren, es sieht resultattechnisch voll nicht aus, aber also 0-0 wäre voll easy gewesen für den Match. Und dann, ja, wären wir auf dem Niveau, das wäre schon noch nice gewesen. Ich glaube, ich muss auch von dein Jäckli zu überkleben. Wieso? Ja, weil da ein multinationaler Konzern sehr viel Werbung bekommt von mir, ohne dass sie mir jemals eine Pizza spendiert haben. Das nächste Mal holen wir Pizza beim Dieci. Ja, nein. Das ist eben, das war ja noch mehr. Und dann nein, zahlen wir noch dafür. Und im Dieci sowieso nicht. Und die machen irgendwie überall um 8 Uhr zu oder um 9 Uhr. Diecis machen unverschämt früh zu. Die Reste, also nur Ding, oder? Nur die, die voll auf... nein. Rappi am See. In Rapperswil. Am See. Kannst am Wochenende, an einem guten Tag, vielleicht schon bis ab um 11 Uhr geht's Nacht essen. Ja, aber dort. Aber in den 4-5 Filialen, die sie haben in Zürich, machen sie spätestens um 10 Uhr zu, 10.30 Uhr. Am Wochenende? Ja. Okay. Aber dafür bringen sie Ziggis mit, falls du rauchst. Aber ich rauche nicht. Aha, kannst du Ziggis mitbestellen quasi. Okay. Aber machst du nicht schon viele Pizzerias mittlerweile? Wahrscheinlich, aber ich bestelle keine Ziggis. Ich weiss nur, dass wir im Büro Leute hatten, die extra immer am Mittag bei dieser Marke bestellen wollten, damit sie können Ziggis mitbestellen können. Echt? Ja, ja. So geil. Nein. Also bis jetzt. Auf jeden Fall, sie sind willkommen, uns zu sponsern. Aber sonst müssen wir auch von Nike, Nike auch. Nike ist okay, die finde ich gut. Weißt du, Nike kann ich nicht direkt beeinflussen, hey, also, mehr oder weniger. Aber ja, ich muss mir alles überkleben. Kleiner Spass beiseite. Boss. Geht es auch nur Geld, um jemanden zu zahlen? Zum aber das ist mein Privates und das ist dein Arbeitskleidungsstock. Nein, alles gut, Andi. Alles gut. Hey, soll ich mich ausziehen? Jetzt ist drunter noch kurz. Alles gut. Vielleicht sieht das ja die jetzt schon sponsert etwas. Wenn es auch noch eine Pizza wäre. Will man nicht. Jetzt? Ja, ich habe überlegt, aber jetzt haben wir schon über die jetzt vorhin. Also, ich habe noch überlegt, ob wir über den Modus von euch im Cup reden, dass die Leute das auch verstehen, warum du zwei Niederlagen im Cup kannst. Oh ja, das müsste ich vielleicht erklären. Der Cup bei der U18. Ist warum auch immer im neuen Trend von dem Liga-Modus Cup, also das neue Champions League-Format, gemacht. Das heisst, wie in einer Liga spielt man einfach alle gegen alle, oder? Ja. Hier Gruppe 1 und Gruppe 2. Eben, Gruppe 1 und Gruppe 2, das geht 18 ein Teams. Ein Spiel, nicht nur ein Spiel, gut, aber es gibt 18 Teams, oder? Ja, 7 von 8 von denen. Kann das ja, sein? 16 Teams und dann machst du die Spiele, dann hast du die 14, 15 Matches. Und dann die ersten drei sind direkt weiter. Viertelfinale. Und dann spielen die anderen Playoffs. Vierte, fünfte, sechste, und dann gibt es Viertelfinale, Halbfinale, Finale, oder? Ja. Verstehe ich das? Richtig. Genau. Ja, und dein Ziel war natürlich schon, in die K.O.-Runde zu kommen. Sollte aber schwierig werden. He? Nein, das muss das Ziel sein. Das ist diskussionslos, muss das Ziel sein. Wenn du willst, unter die ersten drei der Meisterschaft, das du wirst ja schon mal 4 hinter dir lassen, also muss das Ziel sein. Das Ziel haben wir auch. Momentan wären wir tatsächlich trotz 2 Niederlagen wären wir drin. Unsere Tordifferenz ist relativ okay, für das wir jetzt eben Basel... Hast du nicht 18-0 verloren oder so? Nein, bis jetzt ist alles in Ordnung. Aber eben auch gegen Basel, es ist voll in Ordnung, es ist absolut okay. Die geben sich mega Mühe, sie machen viel. Ich finde auch dort, das ist... nicht genug, also man kann es nicht genug schätzen, dass die einfach 4 Mal auf den Platz kommen. Ich habe wirklich jeden Training 20 bis 22, 23 Mädchen. Das ist schon krass. Okay, also Mädchen, es sind ja junge Frauen, also 17, 16.
Ja. Du, verglichen mit uns und dem Durchschnitt von unseren Zuschauern sind das wirklich Mädchen. Oder? Ja. Wir werden immer älter und unsere Zuschauer sind ja im Schnitt 40 plus. Das sagt einmal YouTube. Männer 40 plus sind der Grossteil von unseren Zuschauern. Und dann Frauen zwischen 26 und 35 ist die zweitgrößte. Schon, grosser ja. Unterschied. Mann, Frau? Nein, grosse Distanz zwischen den plus 40 und... Nein, das, also, wie meinst du das? Das ist ja prozentual gerechnet. Ja, ja, ah, natürlich. Also, wir haben, also, die Männer plus 40 machen bei uns im Moment etwa 35% oder 40% von allen Zuschauern aus. Aber das Krass. Ist überall so. Das ist im Fall auch bei der Zone so. Krass. Der Zone hat ja nicht die letzte, sondern die vorletzte Saison. Nein, oder die letzte Saison jetzt. Nein, die vorletzte Saison hat der Zone einen Split von 83-17 gehabt. Männer, Frauen. In der Frauen-Champions League. In der Frauen-Champions League. Ja, okay, nur in der Frauen-Champions League 83-17. Vorher hatten sie einen Split von 78-22 und sie haben gemeint, ja easy, da verbessern wir. Jupp, in diese Richtung ist es gegangen. Klasse. 83-17. Es ist das Enigma von wegen junge Frauen schauen Fußball, Frauenfußball ist einfach falsch. Es ist leider, es tut mir mega leid, es wäre so cool, wenn es so wäre. Aber ich habe es auch in der Fritikon gesehen, zum Spass gesagt zu denen. Ich stehe dort in der Tribüne, schaue so runter, wer so kommt, wer dort am Grillstand steht, schaue rauf. Und ich bin mit Abstand der Jüngste in dem Moment noch. Und ich bin auch schon 33. Und ich sehe nur einen Berg von weißen Haaren oder Glatzen, aber nicht freiwillige Glatzen. Auch wenn der eine Kollege von mir immer behauptet, er hätte freiwillige Glatzen, ich glaube es ihm nicht. Und hat dann zu ihnen gesagt, Gesender. Und hat dann die Anekdote erzählt, die ich schon ein paar Mal erzählt habe, wenn ich mal mit einer deutschen Journalistin diskutiert habe, über die EM 2022, wo am Dienstagnachmittag im Juli sie war in Portugal in der Ferien und sie war irgendwie Deutschland gegen jemanden in der EM. Und sie, das ist auch hier Frauenfußball, Deutschland gegen an der EM der Frauen und die Werbung dafür ist für Hörgeräte, Potenzpillen, Blutdrucksenker und Autos, was soll denn das? Und da habe ich so geantwortet, ja, was glaubst denn du, wer Zuschauer sind von dem Match? Ich hoffe natürlich einen Haufen junger Frauen. Und so. Juli, Anfang Juli in Portugal ist ein Arbeitsmonat. Auf einem Sender, wo Sport-Pay-TV-Sender ist. Das heisst, du musst den haben, um den Match zu schauen. Am Nachmittag, am 3, wenn die Jungen entweder am Arbeiten sind oder am Strand, dann schauen nur alte Männer den Match. Ja, gerade wenn Portugal ja nicht mal involviert ist. Und das Gleiche ist halt auch, schau unser Stadion an. Ich weiß jetzt halt nicht, wie es bei euch ist in Rapperswil, aber schau, wer bei uns in der Stadion hockt. Sind alte Männer. Und Väter. Und vor allem alte Männer. Ja, sind wahrscheinlich schon mehrheitlich. Ja, das ist definitiv so. Also gerne aber, dass man. Und mit alt meine ich 40 plus. Sorry, alle, die 40 sind, ich bin auch bald 40. Aber. Das siehst du auch in der. Wenn du, also wenn du so die Mannschaft anschaust, also ich habe jetzt, das ist jetzt mein drittes Frauenteam, das ich habe. Und in den ersten zwei, die ja aktiv Frauen sind, also aktiv Mannschaften, da hast du im Fall wenig, die das Frauenfußballspiel schauen würden. Natürlich. Wenn, dann gehen sie bei den Männern St. Gallen schauen oder sonst irgendetwas. Aber so wirklich für den Frauenfußball, also am Wochenende sagen, hey komm, wir gehen gucken, GC Aarau schauen. Genau. Tricky. Hey, wegen dem rege ich mich jedes Mal auf. Ich sage immer, der Cup-Final müsste ein spielfreier Tag sein auf allen Ebenen. Und wie auch die Liga-Finals. Aber ich würde dann auch erwarten, dass dort dann jemand auftaucht. Und vielleicht taucht dann eben nicht die Leute auf. Weil sie interessieren sich nicht. Das ist ja der Grund, warum ich so wenig Abonnenten habe. Wenn alle Spielerinnen, die in den letzten 5-6 Jahren AWSL, Nazi B und U19 gespielt haben, wenn jede nur schon das Prinzip mich abonniert hat, wäre ich jetzt einer der grössten YouTube-Channels in der Schweiz.
Hat ja, die locker 5-6'000 Zuschauer, Abonnenten. Ja. Das reicht in der Schweiz, um ein Top-Channel zu sein. Sure. Im Sport, ja. Aha, im Sport, okay. Thema Sport, also auf YouTube, ja. Ja. Ja, du eben, das ist das ewiges Thema am Schluss, gell? Du kannst sie wie nicht zwingen. Du müsstest es irgendwie attraktiver machen für sie, aber die zeigen ja, aber halt auch, wie machst du das am besten. Ich glaube, das ist schon auch schwierig. Ich glaube, die Liga, und das ist glaube ich das erste Jahr, wo ich das kann sagen und gern, ich sage das sehr gerne, macht den richtigen Schritt, so im, was Social Media angeht ja. Und so. Es wird ein bisschen den Jugendlichen mehr entsprochen als vorher. Es wird ein bisschen frecher, es wird ein bisschen fresher. Ja, das ist sicher die richtige Richtung, aber du musst das Spiel trotzdem können, den Frauen näher bringen. Ja. Und das bringst du am Schluss mit Dynamik und Qualität an. Also sie gehen ja, ja. Mal schauen, weil es einfach schneller und dynamischer ist. Und ich glaube, dort musst du halt die Qualität schaffen oder dort musst du einfach dran arbeiten. Oder du musst halt auch mal denen erklären, dass es halt etwas anderes ist, ob du jetzt 500'000 Stutz im Jahr bekommst oder 200 Franken im Monat. Und dann hat der Wert auch gesehen hinter diesem Spiel. Und ich finde, der ist riesig gross. Also wenn ich sehe, den Effort, den die machen, also eben, allein schon Mini, wo 6 Mal auf dem Platz stehen und die haben ja noch gar nichts davon, im Gegenteil, zahlt ihren Mitgliederbeitrag. Aber auch das Eis von uns, wo am Abend gewiss trainiert, dann auch noch 2 Morgentrainings hat und so und rausschauen tut für sie nicht viel. Und ich finde, dann zu erwarten, dass wir da Qualität wie bei den Männern haben, ist eh utopisch und macht keinen Sinn. Aber ja, du kannst nicht erwarten, dass die Qualität höher wird, wenn sie sich nicht auf das konzentrieren können. Das ist ganz klar so. Aber ich meine, ich habe ja mal eine große Diskussion mit einer aktiven Spielerin, wo damals einer von meinen ersten Livestreams mega verrissen hat. Und dann ist das der mit der Handykamera, wo du GC Luzern gemacht hast? Nein. Oder Luzern, weißt du das? Das ist keine Handykamera, das ist einfach die kleine. Meine ganz kleine Sony-Kamera, ich habe es von Hand gemacht. Hey, das ist ein Experiment, Max. Den hätte man noch können zerreissen, ne? Ja, von mir aus, aber nein, sie hat einen anderen. Also sie hat mein erstes Match aus dem Wankdorf hat sie zerrissen. Wo gar nicht so schlecht war, habe ich gefunden. Vor 2 Jahren? Nein, vor 5 Jahren, 6 Jahren, 2018. Ich glaube, ah, der gegen Zürich? Ja, ich bin gegen Zürich. So schlecht war es nicht. Nein, das war ein AWSL-Match. Echt? Ja. Den weiss ich nicht mehr. AWSL-Match Zürich gegen IB, also IB gegen Zürich im Wankdorf. Der Andres Meier hat mir geholfen, etwa 150 Meter Kabelrolle zu ziehen. Krass. Ja, wir sind im oberen Deck gesehen, weißt du, und im oberen Deck hat es keinen Strom. Also haben wir irgendwie Strom, müssen wir es ist super gesehen. Und der Christoph, wo jetzt jahrelang du 17 und auch 15 und 16 trainiert hat. Jetzt ist er in der Ostschweiz beruflich. Also wenn jemand einen guten Junior-Trainer sucht, der Christoph hat vielleicht keine Kapazitäten, aber er wäre ein guter Trainer, hat jahrelang bei IB. Okay. Und er hat dann die Kamera gemacht. Es war cool gewesen. Ich habe nach dem Match Cinzia Zender interviewt, das weiß ich nicht. Wer ich bei IB interviewt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Aktivspielerin hat damals den Livestream zerrissen. Richtig fest. Und ich habe ihr dann auch gesagt, hey, ich finde das sehr unfair von dir. Also aufgrund von Kommentaren oder aufgrund von... vom Kommentar, weil ich 2-3 Spielerinnen nicht auf Anhieb erkannt habe. Ich hatte damals kein Matchblatt gehabt und habe dann aus der Erinnerung aus den Namen von einer Spielerin gesagt, die 2-3 Wochen vorher aufgehört hatte und bla bla bla. Aber weißt du, ich habe das eigentlich schon so gesagt. Schon wie mich jemand nach dem St. Gallen gegen Blue Stars Match ich kann auslachen. Trainerin von St. Gallen ist übrigens Marisa Wunderlin, nicht Marisa Brunner. Hast du Brunner gesagt? Ich wüsste nicht, dass ich es gesagt habe. Aber die Person findet, ich habe das gesagt. Und selbst wenn ich Brunner gesagt habe, oh mein Gott. Marisa Brunner. Und ich glaube aber nicht, dass ich Marisa Brunner gesagt habe, dass ich Marisa Wunderlin gesagt habe. Und ich glaube, wenn ich Marisa Brunner erwähnt hätte, dann im Zusammenhang mit der Laura Vogt, wo jetzt neu dritte Goalie ist bei St. Gallen, wo ausgebildet worden ist von der Marisa Brunner. Hättest du wieder Bruch geschlagen? Ne? Meinte ich. Aber vielleicht habe ich auch Marisa Brunner gesagt. Who cares? Weißt du, wie viel ich schnalle während meinem Livestream? Ja. Yeah.
bin neben gekocht schon. Ja. Im Letzi. Ja. Und im Schaffhausen. Ja. Gegen Sarajevo. Oh mein Gott, ja, das war echt cool gewesen. Aber eben, sie haben mich zerrissen dort, um schnell zurück an das Thema zu kommen. Und ich habe dann gesagt, hey, weißt du, ich habe so einen Paragraph geschrieben. Ich habe gesagt, ich finde es ein bisschen unfair von dir, weil du erwartest von mir, wo ich gerade angefangen habe und null Budget habe, und es war irgendwie mein zweiter oder dritter Livestream gewesen, die Qualität von einer Champions League-Übertragung der Männer, das hast du. Sie hat irgendwie so einen Vergleich gezogen. Aber ich komme nicht in Erwartung von euch die Qualität von einem Champions League-Match der Frauen. Von der Champions League-Match der Männer, oder? Ich bin noch nie gekommen und habe gesagt, sie sind zu langsam, sind zu wenig gut, sind das, sind dieses. Aber ich könnte das alles auch machen, wenn ich mit dem Mass würde messen. Ja. Aber wir müssen merken, in welcher Realität wir uns befinden. Und ich habe ihm nochmal erklärt, ich bin Journalist und ich hätte auch mit meinem YouTube-Medium, wie ich ursprünglich angedacht hätte, aber ich hätte können jetzt locker auf 10.000, 15.000 Abonnenten hocken und nur Männer Super League machen. Und nur an so ein Match gehen. Wo ich schönes Kaffee hätte jedes Mal und ein Stück Kuchen. An gewissen Orten gibt es sogar richtig zur Nacht, oder? Beides sind nicht mehr offen. Ja, nein, das wäre mir ja egal, weil der Journalisten-Suite... Ah, Journalisten-Suite das ist ein Ding. Journalisten-Suite ist meistens gut gefüllt im Fall. Also, in St. Gallen gibt es die geilsten Brownies, glaube ich, immer noch. In Basel gibt es Kackts mit Hörli häufig. Und es gibt immer einen feinen Zitronenkuchen nach der Pause. Mit oder ohne Äpfelmus? Ich glaube, kann man selber Äpfel... Ich esse eben nie in diesen Media-Lounges, aber... Ja. Aber weißt du, du bekommst überall Essen, Trinken, Kaffee, schöne Plätze. Das ist ganz anders, oder? Eine ganz andere Welt. Und eben darum sage ich, weißt du. Ja, sorry. Wegen dem habe ich ihr gesagt, ich finde das ein bisschen unfair. Und ich meinte, schau, ich habe hohe Ansprüche, das weiss ich. Und gewisse Leute sagen immer, warum hast du so hohe Ansprüche? Ein Stück weit muss man auch die haben, damit man wachsen kann. Aber. Ich meinte immer fair zu sein, auch innerhalb. Und nicht zu verlangen, dass jemand genauso Fußball spielt wie der Ronaldo und der Messi jeden Tag. Und ja. Ich glaube, meistens ist es fair. Meistens. Meistens nicht immer. Geht aber ich glaube, man kann nicht fair sein. Man kann nicht immer fair sein. Ich glaube auch, man braucht solche Leute, die ein bisschen fordern. Ich glaube aber auch, es braucht Leute, die auch sehen oder halt den Blick haben und sagen, hey, es ist einfach für die Frau auch nicht einfach. Ja, das ist mir klar, wegen dem bin ich ja noch da. Eben, ja, ja. Drum, ich hätte ja schon lange können gehen, weißt du, ich hätte ja schon lange können. Promotion League und... Promotion League, gut, jetzt ist der Red FC gekommen, aber bevor Red FC gekommen ist, hätte ich ja können. Ich könnte schon lange nur noch Senioren machen und würde dafür bezahlt werden und würde nur noch Senioren Cup zeigen. Ja. Und habe wahrscheinlich mehr Views. Nein, das sage ich. Also weißt du, darum finde ich ja diese Arbeit so wichtig. Ich glaube, also es ist auch... Die kritische Stimme, die du oft bringst, ist auch wichtig, damit man auch sieht, hey, es ist noch viel zu machen. Man muss aber auch wirklich halt sehen, es ist viel zu machen, aber für das müsste man auch diesen Frauen etwas bieten, damit Natürlich. Sie sich auf das wirklich konzentrieren und das zum Wachsen bringen. Natürlich, aber wir reden dort aber immer wieder und dort trennen wir uns. Jetzt sind wir auch Malcolm X und Martin Luther King vielleicht auch. Vielleicht ein bisschen Magneto und... Also ich Magneto und du Professor Charles Xavier. Nur dass ich einfach der cool bin. Irgendwie habe ich alles Gute von beiden und du hast alles Schlechte von beiden. Nein. Verstehst du, da trennen wir uns, wo du halt der Wohlwollender bist. Und ich bin der halt mich fordert und vielleicht hat gesagt, look, ja, ich bin der Erste, der will, dass ihr alle super Löhne habt. Aber für das müsst ihr noch mal die nächsten Levels erreichen. Und wo sich die Spielerinnen oft auch selber noch ein bisschen im Weg stehen. Und nicht nur die Spielerinnen, auch oft Verein und die Spielerinnen innerhalb des Vereins nicht das fordern, sondern sich auf anderes Zeugs konzentrieren, das weniger wichtig wäre, weniger bringt. Aber das versuchen dann umzusetzen, weil das ihnen persönlich vielleicht jetzt ein bisschen Vorsprung geht, anstatt dass sie sich dem Sport widmen. Und das sage ich, müssen mehr halt lernen, als Ganzes am Frauenfußball zu ziehen. Wegen dem sage ich auch. Das ist auch ein Teil, den ich reinrühre. All die Spielerinnen, die müssen davon auch Fußball schauen, auch die Match schauen, oder? Auch abseits abonnieren. Weißt du? Du müsstest jetzt eigentlich 200 Spielerinnen haben in der Super League, die alle
am gleichen Strang ziehen, um zu sagen, okay, wir entwickeln das jetzt für die nächste Generation. Genau. Ich glaube aber, das ist schwierig, weil eben sechsmal auf dem Platz stehen für die nächste Generation, ja, etwas, ja, ohne etwas davon zu haben. Das sind ja nicht alle, es gibt gewisse, die zahlt sind und alles und so weiter, das ist ja klar. Ja. Aber ich glaube, das braucht schon viel. Und darum ist es halt schwierig, oder ich finde halt schwierig zu erwarten, dass die 200 Spielerinnen alle sagen, ja, vollkommen, mach das jetzt für die nächste oder übernächste Generation. Vorangehen, weißt du, als Vorbild vorangehen, wenn du vielleicht schon in den 7 Champions League Finals gestanden bist, vielleicht halt gleich mal ein Interview geben und dich nicht weigern. Ja, ist es nicht Vorbild sein, was sie jetzt machen? Also eben 4, 5, 6, 7 Mal auf dem Platz stehen jede Woche. Das ist eine von den Sachen, aber ich habe schon immer gesagt, die Generation an Frauenfußballerinnen jetzt hat einfach verloren. Weil sie muss auch die sein, die jetzt alles gibt. Vorarbeit leisten, ja. Schnurren, jede Kamera, jedes Mikrofon hat, damit die anderen nachher kommen. Und ich habe erst gerade auf Netflix eine mega interessante Doku gesehen über Hope Solo. Hast du gesehen? Ja. Nichts sagen. Hast du noch nicht geschaut? Ich will. Es ist eine spezielle Doku. Pia Sundhage kommt vor. Eine spezielle Doku. Und dort merkst du eben schon, dass eben das ein bisschen fehlt im Frauenfußball, was ich jetzt gesagt habe. Hope Solo ist mein erster Kontakt zum Frauenfußball. Ja. Das ist die erste Spielerin, die ich gesehen habe, die ich spielen gesehen habe. Also der erste Goalie. Mhm. Im Frauenfußball, die mich interessiert hat, weil ich sie, ich weiß gar nicht, in den USA gegen Australien war es, glaube ich. Und sie war im Goal gewesen, und das war schon speziell, gewesen, wie sie das gemacht hat. Und auch sonst, und halt, dann verfolgst du sie so außerhalb auch noch ein bisschen und siehst so, ja, eben ihre Interviews und ihre Art und in die Art. Also, ja, halt, gell? So ein bisschen, hey, wir können im Fall auch etwas, wir haben auch verdient, dass wir da Anerkennung bekommen. Ich glaube, Solo ist ein enigmatischer Mensch, ist eine sehr, sehr krass coole Person, die sehr viel Schatten hat, auch, aber zu dem steht sie auch in dieser Doku, wo aber auch sehr schlecht behandelt worden ist, aber auch eine Zeit lang im Höch von dem gelebt hat, von ihrer Popularität und allem. Und ja, auch für mich einer von den ersten Menschen, die ich wahrgenommen habe als Frauenfußballstar. Ja, yeah, voll. Für mich natürlich die erste Berührung mit dem Frauenfußball ist natürlich Dings gewesen, Lara Dickmann und Ramona Bachmann, wo sie halt noch in Zürich gespielt haben dort. Okay. Damals, und da hat man schon gehört, auch da sind die zwei Jungen, gerade Lara Dickmann, die erste Junge, die so gut ist, und die ist dann ins Ausland, und dann nachher ist die andere gehabt, die angeblich auch so gut ist, und dann ist die mit 16, sie hat die Stifte abgebrochen und ist auf Schweden gespielt. Und das haben wir dann schon darüber geredet in Source, oder? Ich bin auch gleich alt wie Ramona Bachmann, ein bisschen jünger als Lara Dickmann. Und nachher war dann mein erster richtiger Kontakt mit dem Frauenfußball, das war dann 2009, wo die U19-Nazi auf Source ist, um zu spielen. Ja. Auf 2 Matches gegen Finnland. Und ich habe beide Matches auf den Speaker. Weil ich beim Speaker war damals im Stadion von FC Sorsi und habe dann dort die Match gemacht. Und ja, dort habe ich dann eben Rachel Kiewicz, Lia Welti, von dem Jahrgang, die zwei sind übrig geblieben und ein paar andere dann so ein bisschen kennengelernt. Und ich weiss noch, das erste Mal, wo ich gedacht habe, wie dumm können Journalisten eigentlich sein. Also ich war der einzige Journalist dort. Damals habe ich schon geschrieben für die Lokalzeitung. Nur habe ich keinen Artikel geschrieben, weil der Redaktionsschluss war an dem Abend. Und dann hat mir der Chef einfach schnell angerufen. 20 Minuten, 10 Minuten vor Schluss. Mit 2 Fragen. Was steht? Dann habe ich gesagt, es steht 1-0. Finnland hat mit einem Distanzschuss getroffen. Dann hat er gesagt, die mögen so weit schießen. Und nachher, die zweite Frage, hat Lara Dickmann gespielt? Und ich so, ja, so gut, Lara Dickmann ist seit 4 Jahren im A-Nationalteam. Nein, sie hat nicht gespielt. Und er so, ah, okay, ja. 2009. Ja. Schon krass, wenn du denkst, ja. Eben, und auch dort ist jetzt doch in diesen 15 Jahren auch viel passiert. Hey, extrem viel, ja.
Die Frau dürfte gerne immer noch, also du 19 darf gerne immer noch zu Horsi spielen. Wäre wahrscheinlich jetzt zu klein von den Anforderungen her. Ja, für die Frau, du hast jetzt schon die Luzern gespeakert. Ja, stimmt. nein. Hätte jetzt auch gewisse Ansprüche. Ja, ja. Nein, die Anlage zu Horsi ist im Fall gar nicht so schlecht. Du hast eine grosse Tribüne, ist höher gestellt. Und ja, ich finde es echt schön dort zu Horsi, ein Match. Das Einzige, was damals ja, auch eindrücklich war, wo unsere Vereinsleute geflucht haben, der SV ist gekommen und hat einfach zwei Tage lang alles zugeklebt mit ihrer Eigenwerbung. Auch damals schon. Ja, ist ein Standard, aber weißt du, noch lustig, oder? Das haben sie schon damals sehr, sehr seriös gemacht. Und dann, das habe ich auch nicht gewusst, nachher haben sie das auch gelernt, ein offizielles Länderspiel bekommst du von der UEFA oder von der FIFA jeweils ein CD-Print. Ich weiß nicht, wie sie jetzt machen, wahrscheinlich nicht mit einer CD. Und in dieser CD ist aber perfekt abgemischt. So UEFA, so in einem Loop aneinander, die UEFA-Hymne, ja. Die Laufhymne, dann die Gasthymne und nachher die Heimhymne. Muss das sein, oder? Ja, aber unser CD-Player im Stadion ist kaputt gewesen. Das heißt, haben wir so ein bisschen singen. Nein, oh, das wäre super cool gewesen. Die Band haben wir drüber. Nein, und dann musste ich meinen PC nehmen und habe ihn eingeschickt und er hat zuerst nicht funktioniert. Und dann sind die reingestanden und haben lachen, weil die Hymne nicht gerade gekommen ist. Ja. Aber ja. Das passiert noch etwa dir. Und trotzdem läufst du jetzt bei Luzern. Hä? Trotzdem läufst du jetzt, obwohl so ein. Ja, jetzt habe ich ja wieder nicht dürfen. Bei Luzern. Sie haben mich ja eingeladen und ich habe mir da oben frei gemacht und alles. Und nachher haben sie mich ausgeladen, den Tag vorher. Weil sie jetzt jemanden gefunden haben, wo fix will speaken. Und das wäre ihr erster Tag gewesen. Und ich hätte natürlich, wenn ich jetzt die Verantwortliche vom FC Luzern wäre, korrekterweise mich speaken und sie. Einführung machen. Und sie nebenzu genommen. Oder, und haben wir so gemacht. Nicht, dass ich mich darum reisse, an so einem Match zu speaken. Obwohl, Anja, ich habe immer noch nicht Getränke und Essen, was du mir versprochen hast. Gell? Das ist beides noch nicht gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nein, für den Fakt, dass ich eben nicht mehr komme zu speaken, aber weißt du, als Entschuldigung. Ja, weil sie hatten das Budget und ich habe gerade gesagt, ich habe das Budget vergessen, das ist okay. Okay. Ich habe gesagt, ich mache das als Gefallen, gibst mir das Kaffee aus. Nachher, für den Fakt, dass sie sich so spät erst gemeldet haben, dass ich nicht anders machen konnte, hat sie mir angeboten, Anja, dass sie mir Essen und Trinken zahlt. Und hat beides noch nicht gemacht. Aber das. Ja, wir haben auch unser Wettessen. Also unser ja, Essen also ich habe noch. Also ich verhungere nicht. Noch offen. Viele Leute schuldet mir noch Essen und Trinken. Das ist für das ganze Jahr vor. Nein, da hat niemand los, den Podcast. auf jeden Fall. Oh mein Gott, ja, sag nicht. Auf jeden Fall. So irgendwie daher. Ja, ja. Wir können ja das alles rausstreichen. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte es so gemacht, dass ich halt vielleicht angefangen habe. Sie dann gemacht hat, dann hätte ich ihr Feedback gegeben und so. Ja. Ich kann ihr dann trotzdem Feedback geben, aber ja. Du bist jetzt im Gange, ich bin, ja, wenn ich schon geplant hatte, am Match zu gehen, sogar etwa 3-4 Leute gefragt, ob sie auch kommen. Ja. Ist Luzern gegen? Zürich. Oh, ja. Ja, dort, wo Zürich dann komischerweise irgendein Problem hatte mit der Dress. Sanja Kovacevic, oder Monika Ibišaj, ist im Trikot von Sanja Kovacevic eingewechselt worden. Aber nachher ist Sanja Kovacevic selber eingewechselt worden. Aber im Trikot von der Lari Sojuz. Aber darfst du das? Dort spalten sich Geister. Ich habe gefunden, wir dürfen das nicht. Vor allem, wenn das Team, das es betrifft, viele Spielerinnen angemeldet hat, also nicht lizenziert hat, hat sich das für mich ist das ein bisschen ein shady Business gewesen, sage ich. Ohne im FC Zürich das zu unterstellen, wo ich sicher bin, dass sie das nicht wollen. Aber es ist für mich schon ein bisschen komisch. Ich überlege jetzt nur rein regeltechnisch, wie das ist. Du machst. Oh ja, sorry. Du machst. sorry, ich muss. Du machst Spielerkontrolle. Und dann müssen sie ja alle mit der richtigen Nummer quasi.
Ja, nein, sie müssen euch mit der richtigen Nummer gemeldet sein, weil es auf dem Rucki als Name steht. Sind sie aber nicht gesehen, hat mir auch mal jemand gesagt, dass sie eben nicht so gemeldet waren mit der richtigen Nummer. Aber am Schiri war es egal. Er hat gesagt, sie sei okay. Für mich ist es auch okay, weil der FC Zürich hat niemand eingesetzt, der nicht eingesetzt werden darf. Ja. Aber für mich bleibt ein Fadenbeigeschmack, wenn man nur, aber wie gesagt, ich unterstelle es am FC Zürich nicht. Ich bin sicher, dass es einfach ein Trikot vergessen gegangen ist. Aber du kannst doch nicht als Verein, der jetzt 5 Spielerinnen vergessen hat, zu lizenzieren pünktlich, plötzlich so Trikotspielereien machen. Finde ich. Es sieht dann sehr komisch aus. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, ist sicher nicht optimal, ja. Es wäre noch cool. Die einzige Erklärung, die ich würde akzeptieren, aber die habe ich dann nicht gehört, ist, dass man sagt, look, die Monika hat ihr ein T-Shirt vergessen. Oder wer weiß, wo das ist. Und jetzt die Monika im T-Shirt von der Larissa wird untergehen. Also hat Monika das von der Sanja angelegt und Sanja das von der Larissa, damit das mehr oder weniger okay ist von der Größe her. Ja. Yeah. Nur habe ich das Gefühl, sind alle 3 Spielerinnen etwa in der gleichen Größe. Ich weiß es nicht genau, aber weißt du, was ich meine? Es ist für mich sehr komisch, dass die eine mit dem Trikot von der aufs Feld geht, die dann selber aufs Feld kommt, mit dem Trikot von einer, der nicht rum ist. Also, ja. Eine komische Sache. Mal, und halt, gell, das sind halt so Sachen, die halt auch für die Zuschauer schwierig sind, wenn neue Zuschauer drin sind. Ja, so genau. Und das hat mich dann eben auch noch genervt, als ich dann nochmal gesagt habe, warum mich das so nervt. Das passiert ständig in den unteren, bei den Juniorinnen passiert das ständig, im Futsal passiert das ständig. Und bis vor kurzem eigentlich auch in der Women's Super League, muss man sagen, dass einfach falsche Nummern und falsche Trikots getragen werden. Und das regt mich so auf. Weil du als Journalist bist so aufgeschmissen. Ja, eben, ja. Und was zum Beispiel IB macht, ist auch bodenlos dämliche Frechheit. IB verteilt Mannschaftsnummern. Nach Position. Grösstenteils, nicht immer. Darum regt es mich auf, weil es ist nicht konstant. Das heisst, Taida Ragusa, wenn sie als Mittelstürmerin spielt, trägt sie es 9 und dann eine Woche später, innerhalb des gleichen Playoff-Halbfinal, trägt sie es 11, weil sie über den Flügel kommt oder als hängende Spitze. Und dann im Final trägt sie es 7, weil sie linker Flügel ist. Ah, wie früher? Ja. Aber nein, macht das nicht, ihr seid Young Boys. Gebt einfach euren Jugendspieler in eine fixe Nummer. Und dann habt ihr ein paar Rotationsnummern und die gebt ihr dann denen, die neu kommen. Das ist so verwirrend, Andi. Ja. Die Tenue gehen meistens nicht so weit, wie du Spielerinnen hast. Und dann verhebt das nicht. Wenn du die IB U20 hast, vergisst du denen, wo du weißt, dass sie fast immer spielen, fixe Nummern. Und nachher hast du 14 fixe Nummern. Und dann gehst du allen anderen die Rotationsnummern. Ja, und dann gehst du aber auch das Gefühl, dass sie einfach 2 Klasse sind. Nein, du gehst ihnen einfach die Rotation, aber ja, das ist ein guter Einwand. Aber darf ich noch schnell etwas sagen? Die Young Boys haben genug Dress. Schon kommen sie bis 25. Sie können sie drucken schnell. Sie haben einen Inhouse-Drucker oder etwa 5 von denen. Also weißt du. Ich kenne die Problematik und das ja. Ist, es kann sein, dass es. Look, ich kenne einen sehr, sehr guten Materialwart vom Herrenfußball, von den Profis. Abseits-Experte Hugo Kostetzer. Und der Hugo, klar, der Hugo ist ein überengagierter ADHSler. Also nicht, dass es ein schlechter Job wäre, aber Hugo Kostetzer ist nur noch so als Materialwart bezeichnet, finde ich ein bisschen schwach. Er ist Materialwart? Ja, aber er ist Trainer. FC Thun? Ja. Das ist sein richtiger Job, mit dem er sein Leben verdient. Ja, ich sehe das. Er ist ja Sportchef vom FC Luzern Frauen. Das sind auch cool. Und ist mal Trainer gewesen. Jetzt ist er gerade nicht, aber könnte auch wieder Trainer werden. Aber der Hugo, aber vor allem ist er Abseits-Experte, hallo? Ja, voilà. Aber der Hugo ist natürlich ein Überengagierter, aber der geht dir schnell mal ein T-Shirt mega drucken.
Wenn sie genug haben. Und die Young Boys haben ja genug T-Shirts. Bin ich ziemlich sicher, sorry. Ich kann nur sagen, was ich so, ja, ja, so weiß und Erfahrungen, die ich kenne und was wir können. Man sollte mit Trikots nicht spielen und das finde ich sehr komisch. Gerade innerhalb von einer Woche, wo du halt als Verein, weißt du, was ich meine, oder? Ohne Unterstellung. Das ist komisch. Ja, ich habe den Fall nicht gesehen. Ich bin nicht tätig, weiß es nicht, aber es kann halt schon von der Größe her. Aber wie du sagst, sie sind, glaube ich, körperlich nicht so riesig unterschiedlich. Ja, fragst du dich, Julian? Was läuft? Nein, ich frage dich gar nicht. Nein, der Julian ist beim Match schauen, als ich das Zürcher Derby gestreamt habe. U20? Nein, das ist nicht gut, heute sagen. Der Sieg. Er hat das Spanische gemacht. Nein, ich weiß, mit umarmen. Julian ist auch kein Spanier, muss man sagen. Genau, das ist Argentinier. Argentinier. Gaucho. Gaucho. Crack. Und schauen. Ja. Wir sind schon weit gekommen mit AWSL und Cup und so. Ja. Komm, wir reden über Cup. Komm, wir reden über Cup. Wie mache ich da einen Marker drin? Cup, 30 Matches hat es gegeben, weil Zürich und Servet haben ja das Freilos. Weil sie erst und zweit gewesen sind. Das ist wegen dem europäischen Spiel, obwohl wir jetzt leider nur einen europäischen Platz haben. Aber vielleicht ändert sich das bald. Eigentlich ist sehr viel für uns gelaufen im letzten, also für die Schweiz, im letzten Champions League Quali-Wochenende. Nordauslosung war ein bisschen schlecht für Servette, aber alles andere, zu dem kommen wir später. 30 Match. Schlieren bleibt das einzige oberklassige Lecken. Also Oberklassige, die interessiert, dass Toggenburg gegen Bühler verliert, wo endlich gut ist, nachdem so einen schlechten Trainer hatte. Endlich einen guten Trainer haben. Dann hätten wir die grossen Spiele gewonnen. Das ist schon noch geil, genau. Das ist schon echt wichtig. Ich finde, ich habe mich mega gefreut. Du hast ja gegen Toggenburg niemanden gewonnen. Keine Chance. Und jetzt, also keine Chance, also, übertrieben, aber nein. Jetzt haben sie aber im Cup gewonnen, was super ist. Aber ja, abgesehen von dem und von Entfelden, wo Romanshorn besiegt hat, was sicher auch spannend ist, Drittligist, wo ein Zweitligist besiegt, haben wir jetzt die einzige Überraschung, Eschenbach, wo die Schlieren rausgekickt, wo Schlieren, wo auch schon letztes Jahr recht früh rausgekickt, scheinbar hat sich ein grosser von der Mannschaft erlaubt, Ferien zu machen während der Cup-Runde. Kann man machen, solange es in der Nazi B weiterhin so gut läuft. Wenn es dort dann irgendwann nicht mehr so gut läuft, ist halt schon ärgerlich, bist gegen Eschenbach ausgeschieden, oder? Gegen Eschenbach hat natürlich auch gut gestartet in der Saison. Ich glaube, er ist Tabellenführer in der ersten Liga. Keine Ahnung, ich interessiere mich nicht. Also, von dem her ist nicht unbedingt jetzt eine riesige Überraschung, aber ist natürlich immer ärgerlich, wenn du nicht auf dein Stammpersonal kannst setzen, weil sie in der Ferien sind, ja. Während der Saison. Ja, nein. Aber eben, dann sind wir wieder bei dem Thema von vorher. So, ist eine Sauerei, dass die jetzt während der Saison Ferien machen, aber ja, sie kriegen doch nichts. Ja, ja, alles gut. Ja. I don't care. Also, mal schon, I care. Aber. I care. Okay, I care. VP Ted Lasso. I don't care. Ja. But I don't care. Believe. Oh Gott. Wo sind wir? Aha, eben, ja. Aber das ist die einzige grosse Überraschung. Die einzige, ja. Für mich war es noch überraschend, dass Avanchi gerade 8-1 verliert gegen FFV Basel. Weil Avanchi ja wirklich eine Überraschungsmannschaft ist, die sich jetzt auch in den letzten 3 Jahren aufgekickt hat. Ja. Sie haben zwar nicht alle ihre super berühmten Spielerinnen gehabt, und doch hätte ich gedacht, also mit dem Kader, den Avanchi hat, würden sie nicht so deutlich verlieren, auch wenn sie ein Heimspiel haben noch dazu. Aber der FFV Basel hat Gas gegeben. 8-1. Ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet in dem Fall. Ja, ich habe gedacht, das wird ein sehr spannender Match. Ich habe sogar überlegt, ob das auch streamen. So spannend wie er ist, aber wenn ich die Möglichkeit habe, Women's Super League Teams zu zeigen, dann mache ich das lieber. Absolut, ja. Ja, und sonst ist halt Weil, hat man sich das Penalty schiessen.
Weil eben das Penalty-Schiessen überrascht nicht, einfach insofern, dass Weil einfach nicht so gut ist in dieser Saison bislang. Sie haben noch nicht verloren, muss man sagen. Mal eins haben sie verloren. Sie haben 2 Punkte gehabt, jetzt haben sie dank dem Vorfeh-Sieg 5 Punkte. Aber sie sind nicht auf dem Laufenden, die 3 besten Spielerinnen sind nicht rum. Mael Mettler kommt erst zurück. Neuzugang hat sich gerade verletzt, Larissa Zender. Also für Weil läuft es nicht ganz nach Plan. Ja, der Start ist schon nicht gut gewesen. Ja. Und eben, Wädenswil ist auch so eine schwierige Mannschaft. Ein cooler Kader mit ein paar Ex-Nationalspielerinnen. Habe ich gesehen, ja. Hat mich überrascht. Schon? Ja, es ist einfach. Es laufen. Das Paar hat jetzt dem Cup. Habe ich ab und zu so in Dings hineingeklickt. Und ein paar Namen erkannt. Und dann so schlecht sind die Teams gar nicht. Nein, es sind eigentlich schon Leute. Es ist wie ein Frettiker, wenn du genau schaust. Hat ein Frettiker aber schon ein überdurchschnittlich gutes 2. Liga-Kader. Ich meine, ehemalige Nationalspielerin und so weiter. Das ist schon. Ja, und die verlieren das Fußballspiel ja nicht. Ja, ja. Vor allem nicht auf dem Niveau, was sie jetzt was aber agieren. Aber also. Auch Ding, weißt du, auch Blue Stars, oder? Überall jetzt so ein, zwei drinnen, die echt zu gut sind. Ist über Zaladin nicht geredet worden bei Blue Stars? Nein, was ist mit ihr? Die ist mega. Die ist hat nicht der Goalie, oder? Nein, Stürmer. Okay. Neuner. So richtig, also richtig coole Neuner. Die hätte ich gerne mal trainiert. Ja, holst sie zu. Nein, sie ist zu alt für U18. Ah, holst sie zu deiner nächsten Station? Aber sie ist weder aufgebaut, also weder auf der Bank noch in den Ding, habe ich sie gesehen. Kann ich nicht. Ja, die wäre super. Ich kenne nur die, die auch im Futsal spielen, was ja ein paar sind von denen, von Blue Stars. Ja, das heisst ja, ja Blue Stars. Ja, ja, ja. Sie haben einen eigenen Verein, gell? Ja, ja. Und die kann ich natürlich, aber sonst habe ich, Tanja Turi kann ich natürlich auch noch kennt von früher nachher. Ich also dachte, ich komme mir bekannt vor und nachher haben sie mir gesagt, weißt du, da kommen so alte Leute. Ja, weißt du nicht? Das im 2008. Nina Baker mal für die Schweizer Nazi gespielt hat. Ich so, Alter, weißt du, das wissen, das ist 15 Jahre her. Und das ist nur im Frauenfußball so, dass Leute, die jünger sind als ich oder in meinem Alter, mega krass 40 Länderspiele hatten und aber seit 10 Jahren nicht mehr existieren im Frauenfußball. Oder? Das ist ja mega komisch. Weißt du, immer wieder triffst du auf so Leute im Frauenfußball. So, das ist noch gut und so. Ja, klar, weißt du, das ist mal Nazi und du hast der Nazi gewesen. Du gehst schauen, du gehst googeln, da hat die 30 Länderspiele gehabt. Und so, wieso ist die da? Ja, warum spielt die jetzt 2. Liga oder 3. Liga? Ja, ist schon krass. Aber übergeben, wenn du denkst, der Aufwand ist viel kleiner, der Ertrag ist genau gleich. Ja, ja, und sie haben einfach aufgegeben, aus unterschiedlichen Gründen, und ich verstehe es. Ich habe erst gerade meinen Kollegen gekauft, also als Experte wieder ein Interview gegeben, im 12 Magazin über Malin Gut, und ich halte nach wie vor fest, es enttäuscht mich masslos bis am Boden, aber dass Malin Gut nicht im Fußball spielt, aber wer bin ich, um mir das zu sagen, dass sie selbst. Ja, also Achmed ist sie noch bei Oerlikon, gell? Was weiß ich nicht. Ist immer wieder auf der abwesenden Liste, glaube ich. Ja, verletzt ist sie ja wirklich, aber eben, ich denke nicht, dass es nochmal kommt. Aber weißt du, noch vor 2 Jahren haben wir über das EM-Aufgebot geredet von einer Spielerin, die Arsenal gehört hat. Vor 2 Jahren. Und jetzt ist wie klar, dass es nicht mehr geht. Aber ja, aber gleichzeitig, weißt du, immer wenn ein Futsal ist oder wenn ich mal so sehe, eben so einen Match wie Oerlikon gegen wer haben sie gespielt im Cup? Oerlikon, die haben jetzt auch 7-3 gewonnen. Oder auch so. Doch, ja. Ja, ja, aber es wäre ein guter Match gewesen, ich weiß nicht mehr gegen wer. Und du siehst Oerlikon und du siehst eben dort die Top-Spielerinnen, die sie haben, oder? Cinzia Zehnder, die einfach so machen könnte und wieder der Nazi würde spielen. Spielt einfach nicht. Schade. Cinzia Zehnder, die zum Spass nach Bayern, bei Bayern 2 wird spielen, während sie ihr Medizinpraktikum macht und dann
einfach im Champions League Halbfinale steht, weil Bayern, der Bayern-Trainer findet, ja, so einen guten Spieler kann ich nicht im 2 sitzen. Und mehr vergeben die. Die spielt jetzt jede zweite Woche ACB, wenn sie kann, vom Arbeitspensum her. What? Also, die Zinsen sind eigentlich nur gesehen, also Futsal spielen. Ja, ist etwas verpasst. Habe ich nicht. Weil die Frau, die Futsal spielen gesehen, ist genial. Ja, aber stell dir vor, auf dem Rasen ist nochmal ganz eine andere Dynamik. Ja, yeah, aber also, das ist richtig, richtig klasse. Ja, und Cinzia ist einfach auch cool von der Mentalität her. Auch als Mensch, grossartiger Mensch. Einer von meinen liebsten Leuten, mit denen ich jetzt zu tun hatte im Fußball. Ja. Cinzia Zender. Und ja, ich frage mich einfach immer, was haben wir als Sport falsch gemacht? Ich habe ja nicht viel dafür. Aber was haben wir als Expertin holen? Oh, hat die schon gemacht, also irgendwo ein paar Mal eingeladen und so, aber es hat sich nicht ergeben. Sie ist schon sicher die Spielerin, die mir am meisten Interviews gegeben hat. Schon? Ja, ich nehme an, von der Anzahl Interviews bei Upsides hast du den Glenn Meyer. Dann kommt wahrscheinlich gerade mal Cinzia Zehnder und Fabian Hohn. Charles Grüter ist nicht dort, he? Charles Grüter habe ich auch viel interviewt. Charles Grüter kommt bei den Trainern sicher etwa auch an dritter Stelle oder vierter. Vielleicht in der Summe Marisa Wunderlin noch ein bisschen mehr als er, aber müsst ihr noch schauen. Auch Elia Mias habe ich recht viel interviewt. Von der Riebe trainiert hat in der Saison. Ja, ja, aber Charles, sicher, ich mag Charles Grüter, super Mensch. Weiß ich. Ja, ja. Von dir. Du machst Witz, aber ich sag dir. Ich mache keinen Witz. Charles Grüter, nur schnell, um nochmal zu sagen, gell, man mag, obwohl er mit Aarau auch eine gute Saison hatte, finde ich nach wie vor. Charles Grüter ist der einzige Trainer. Der einzige Trainer in den letzten 7 Jahren im Schweizer Frauenfußball, 7-8 Jahre, wo mit Zürich und Servette hat mögen mithalten, zwei Drittel von der Saison mit. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn Schiedsrichter und das SRF dort nicht das Goal stellen, wäre es meist. Wahrscheinlich wäre es Meister geworden, aber ihr Problem ist gesehen, nach dem Match gegen Zürich, Kreuzbandriss von der Julia Schassberg und eben die Niederlage, die Ungerechte. Wie viel, vielleicht hat es gleich noch verloren, aber es hat den Match ganz anders gestaltet, wenn das Goal zählt hat. Wäre es nicht in die beste Quote von 6 Matches, die es nicht gewonnen. 7 Matches mit ganz wenig Punkten. Wenn sie dort den Umbruch nicht haben mental, gewinnen sie innerhalb von diesen 7 Matches, sind ja nicht nur verloren. Gewinnen sie innerhalb von diesen 7 Matches 3-4 mehr und dann sind sie immer noch zu oberst auf der Tabelle. Ja, ja, Science-Fiction-Fußball, aber nein, weißt du, hat das kein anderer Trainer geschafft, so mitzuhalten. Also, wie gesagt, ich hab nichts gegen ihn, ich warte ab. Ja, ja, eben. Cup, ja, wie gesagt, wir sind immer Cup. Hat der Cup mal kurz angeschnitten. Du hast... Aber es ist auch wirklich, ganz mehr ehrlich, es ist auch wirklich nicht viel passiert im Cup. Also, nein. Du hast sehr einen souveränen Sieg von St. Gallen. Mal Young Boys, muss man sagen. Also St. Gallen hat souverän gewonnen, wo man einfach muss sagen, ich verstehe es und es ist auch super, es ist auch respektvoll. Also so hat es auch der Gegner gesagt. Es ist sehr respektvoll, dass Marisa Wunderlin mit ihrem A-Team kommt. Mit dem B.A. Baracus, mit dem Murdoch, mit dem Face und mit dem Hannibal. sie ist mit ihrem A-Team gekommen. Das einzige Schade ist, sie haben den Führungstreffer gemacht, während diese außen gepflegt wird. Es hätte nicht müssen sein, aber auch das, sie haben einfach ihr Spiel gemacht, egal was los ist. Das war mega cool gewesen. Ich hätte natürlich gerne ein paar von diesen Jungen gesehen von St. Gallen, gerade wenn du bedenkst, dass sie am Vortag 7-1 gewonnen haben gegen Rappi, kann das sein? Oder gegen wer haben die 7-1 gewonnen? Gegen Rappi kann es nicht sein, weil Rappi hat 3-1 gesehen. Gegen Servette ist es, glaube ich, gesehen.
Ich hätte gerne ein paar von diesen Jungen gesehen. Alina Baumgartner, die ja gegen die Amerikanerinnen unglaublich gut gespielt hat, hätte ich jetzt gerne im Cup gesehen. Das ist mit einer meiner grossen Kritiken, warum dass die U20 nicht pausiert in den ersten zwei Cup-Runden, damit U20-Spielerinnen im 1 Goals helfen können. Das wäre meine Haltung, aber das ist ein anderes Thema. St. Gallen zieht es durch mit der Hauptmannschaft. Basel hat zwar Spielerinnen geschont, aber ganz ehrlich, Basel hat auch gar nicht viel mehr andere Spielerinnen als nur die guten. Und hat souverän gewonnen, auch wenn sie ab und zu doch ein paar Fehler gemacht haben, wo vielleicht schon ein Erstligist anders bestraft hat. Ja, gut, aber gell. Aber also, sie haben es im Griff gehabt, keine weiß, Angst. So. Melissa Ogochukwu schießt 5 Goal, könnte auch 8 schießen, wenn sie will. Gendresa Krasnici ist die mit dem wenigsten Chill. Die hat einfach gespielt wie im normalen Super League-Match. Der hast du gemerkt, die geht auf Gas. Ja, Luzern hat sich die Frust von der Seele geschossen, 8-0 gegen Blustavia. Das gleiche gehört für Thun, 6-1 gegen Holligen. Aarau, das ist unglaublich, du schaust die 13 Goal an, wo man anschauen kann, beim Match Telegram. Und nicht immer sehr gut gefilmt, aber es sind alles keine zwingenden Goal. Also zaubert hat Aarau nicht, sie haben aber gewonnen, verdient, ein guter Match, 13-0. Dann hast du ja live auf Upsides gestern GC, wo 3-1 gewöhnt, wo nach dem 1 noch gerade noch denkst, aber dann. Nach dem schönsten GC. Goal von Kepp. Ja, ist das schönste Goal gewesen. Kannst du sagen. Ja. Aus dem Mittelkreis raus musst du zuerst mal so anbringen. Ich finde die 2 Goal von der Dafina gegen Basel finde ich recht cool. Ja, aber also so als Einzelleistung. Der von der Nina Baker, ja, der war super gewesen, obwohl man muss sich fragen, was hat denn Saskia dort vorne gemacht? Ja, wo selbst ist da? Es ist ja gerade in dem Moment, also es ist quasi ein Ballverlust im Mittelkreis und dann... Ja, aber warum steht sie fast auf Höhe von denen, die den Ball verlieren im Mittelkreis? Nein, ist da viel weiter hin. Nein, sie steht nicht auf 16er Höhe, Andi. Nee. Sie steht irgendwo 25-30 Meter. So, dass sie ja nachher zurückgeht und zuerst mal den Ball aufsetzt, ist auf Höhe 16, also 12-13 Meter. Ja, gut, das ist halt auch abseits so gefilmt, sorry. Sorry, Bro. Wir haben uns das Beste gegeben in diesem Wetter, in dieser Möglichkeit. Mit dem Schirm mit dem Meer von Schirmen vor uns. Also, mein Kameramann hat sein Beste gegeben. Absolut. Nein, aber so wie es aussieht, ist es einfach so 16. Nein, sie ist so schon 16, sehr weit vorgesehen. So. Und dann setzt der Ball auf. Und wäre sie nur schon 5 Meter weiter hinten gesehen, ja, hat sie dann wahrscheinlich mögen erholen. Aber super, Kopfromantik. Schade, hat Swipi Audax gegen Basel nicht lang gehabt, Mann. Das haben wir dann schon ein bisschen gehört. Ja, eben, gell, das ist am Schluss ist so, wie eben Ostermundi gegen IB. Hey, wenn du das 10-15 Minuten haben, dann wird es halt schon für den höheren Klassierte quasi. Ah, Lugano ist auch rausgefallen. Ups, dann muss ich in meinem Instagram-Post korrigieren. Lugano ist auch rausgefallen. Sie haben gegen Camboroni und Penacci verloren. 5-4. Das ist echt keine Überraschung, ne? Mal, sicher. So. Lugano ist immer noch ein Nazi-B-Verein. Camboroni ist immer noch ein Erstliga-Verein. Klar, Lugano ist nicht so fit, nicht so viele Leute, obwohl sie neulich eine Spielerin vorgestellt haben. Das habe ich auch gefunden. Okay. Also, hoi, wir sind jetzt 9. Ja, genau. 10 sind sie jetzt, aber ja. Ja, Lugano hat auch verloren gegen Gambrogno, aber eben, IB, das ist schon das Spannendste, wo einfach super ist. Es hilft einfach diesen Leuten. Ich habe diesen Sommer ein paar Leute von der Seite angeschnallt und gesagt, dass irgendeine Spielerin, die ich so toll fände, gar nicht gut sei. Also sie ist gut, aber sie kann nur etwas. Ja, nein, das kommt ja noch dazu. Aber sie sind ja gar nicht so gut und sie haben ja gar nicht so Einfluss. Und ich soll nicht mit dem Captain America Zeugs kommen. Viele Leute verstehen auch nicht, woher das kommt, so nebenbei. Wo Courtney Strode frisch bei IB war, hat sie nach einer halben Saison die Captainsbinde übernommen. Weil Aline Stöckli ist zurückgetreten. Und die war Captain. Und nachher Courtney ist Captain geworden. Und immer, was sie in letzter Minute gerettet hat und auch für ein Goal geschossen hat,
und Captain war, habe ich sie auch von Captain America an. Und der Name ist auch gesteckt, auch der FC Basel hat sogar einmal einen Poster mitgemacht, dass sie der Captain America ist, weil sie in Basel auch die Captain America Farbe trägt. Und wegen dem ist sie Captain America, also ist nicht, sie ist einfach jetzt nicht mehr Captain oder nur noch Sub-Captain, aber sie ist immer noch Captain America, oder? Und ich habe eben gehört, sie sind eben nicht so gut, hat keinen Einfluss und alles Mögliche. Und jetzt führt Ostermundig einfach eine ganze 60 Minuten mit 1-0. Und wer schießt in der letzten Sekunde den 93. Goal? Die, die ich kann. Captain America Strong. Und wer schießt nachher gerade in den ersten 6 Minuten von der Verlängerung nochmal beide Goal und macht so einen Hattrick und sorgt dafür, dass das Match entschieden ist? Ein Dreierpack. Ja. Sie hat noch ein Hattrick. Wieso nicht? Gleiche Halbzeit hintereinander, ohne einen anderen Torschützen zu fischen. Nein, im Fußball ist das nicht so. Im Fußball 100%. Nein. Im Fußball ist ein Hattrick ein Hattrick. Ein Dreierpack oder ein Hattrick? Ein Hattrick, das ist alles beides das Gleiche. Mal. Hattrick ist 3 aufeinanderfolgende Goal in der gleichen Halbzeit, ohne dass ein anderer Torschütze dazwischen ist. Das ist die Definition aus dem Eishockey raus. Im Fußball ist Hattrick. Nein. Von mir aus kannst du das halten. Ich mag gar nicht diskutieren mit dir. Aber es ist nicht so. Da hat sie ja den Dreierpack geschnürt. Yeah. Ich glaube, du musst mal schauen, was idiomatische Anwendung ist vom Wort Hattrick und dann findest du es raus. Ein lupenreiner Hattrick wäre das, was du meinst. Hattrick ist ein lupenreiner Hattrick. Ein lupenreiner Hattrick ist das, was Julia Loser gemacht hat, wenn du 3 Goal nacheinander machst. Ja. Aber ein Hattrick ist einfach 3 Goal im gleichen Match. Aber schon gut. Aber jedenfalls ist sie sehr einflussreich. Hinterlässt in den Kommentaren, was ihr wollt. Sehr, wie ihr das so gesehen. Sehr 5, einflussreich 2, in dem IB. IB rettet sich in der Verlängerung, aber das war schon ein herber, der war Köpfträum schnell ausgeträumt gewesen. Du. Ja, nicht nur das, gell? Es wäre einfach auch, also es würde natürlich nur ein bisschen Unsicherheit bringen, genau, weil der Saisonstart generell resultattechnisch nicht vielversprechend war. Ich glaube, das wäre schon einmal ein rechter Schlag gewesen. Mhm. Und jetzt könnte es genau das Gegenteil werden, weil man sagt, okay, hey, jetzt aufwachen, Vollgas geben. Ja, und das ist die Story vom Cup, habe ich das Gefühl, oder? Gibt es noch etwas, was man muss ansprechen? Ja, eben, was hast du? Die alle Superligisten sind eigentlich gut durchgekommen. Ja, jetzt hast du 10 Superligisten und 8. 10 Superligisten und 8 Nazi-B-Vertreter. Ja, Auslosung live. Auslosung live, das mal auf Instagram, nicht auf ihrer Webseite noch. Ja. Ich konnte sie leider nicht schauen, weil ich am Arbeiten war. Aber der Dominik hat ein paar Sachen in die Kamera gesagt. Und nachher der andere Dominik, der Herr Blanc, der bald aufhört. Und dann war noch der Sicherheitstyp, der Notar, oder? Mhm. Der Rechtsangestellte. Ich kann ihn leider nicht benennen. Und jetzt haben wir eben die neue Auslosung, wo ihr uns könnt sagen könnt, welchen Match ihr gerne würdet sehen. Iverdon gegen Rapperswil, das reizt mich extrem, weil das ist, glaube ich, der Match, der am meisten auf Augenhöhe ist. Was haben wir so? Dann ist Gambarogno gegen Basel. Das wird ein sehr, sehr schwieriger Reiz für Basel, selbst wenn sie gewinnen können, ziemlich sicher. Aber es ist ein schwieriger Reiz. Bist du schon mal in Gambarogno gesehen? Das ist ein ganz schwieriger Gegner. Zum Spielen hast du auch schon. Und? Ist es ein schwieriger Ort? Ein Kuhacker. Ja, ist ein schwieriger Ort, schwieriger Gegner, oder? Mhm. Eben. Ja, aber bist Basel auch so. Ja, natürlich musst du trotzdem. Dann geht es natürlich das Aargauer Derby, Entfelder gegen Aarau. Wir haben Red Boots gewinnen, ist noch lustig, Red Boots haben sich Entfelder gewünscht. Ich habe dann gesagt, ja, so einfach muss es nicht sein, hört mal auf. He. Aber tatsächlich haben sie es noch bekommen. Dann kommt sehr interessant am Samstag am 4. Ich habe noch zittert, weil die letzten 4 Kugeln sind Bühler und Rappi drin. Iverdon und Servette, kann das sein? Ja.
Möglich, ja, wenn du es so siehst. Nein, es waren die letzten 6 Wochen gewesen, und ja, dann darf es nicht sein, sonst kann nicht die Bühne gegen Rappi sein. Das war lustig. Ist ein bisschen angeschissen. Luzern Frauen, also aus der ersten Liga gegen Servette. Ganz interessant. Venti Zürich. Sehr, sehr spannend. Venti hat jetzt auch noch mal etwa 15 Spielerinnen bekannt gegeben, jetzt kurz vor Transferschluss. Also, unter anderem Cinderella Fuchs, wo mich freut, dass sie zurückkommt. Ja. Mhm. Und ja, Zürich ist Zürich. Dann haben wir Sion gegen IB. Das könnte auch sehr interessant sein. Hoffen wir, Sion geht in ein echtes Stadion und spielt nicht auf dem Gelände, außer was sie sonst immer spielen. Nicht schön. Hm? Ist auch nicht schön. Das Gelände dort, ja. Bist du ja auch schon gesehen, oder? Jetzt krass. Das gehört sich nicht. Also sorry, dort ein ACB-Match finde ich nicht fair. Vor allem, du hast nur einen Platz da draussen. Ja, ja. Aber also, keine Sion, Tribüne, nichts. Sion ja. gegen Solothurn oder Sion gegen Küsnacht. Weißt du, was es ist? Solothurn, glaubst du. Hat 15 Minuten später angefangen, weil wir spät auf dem Abendplatz sind. Ja. Ja, und? Guter Platz, oder? Geeignet, um nachher ABSL zu spielen, oder? Ja, dann müsst ihr wahrscheinlich schon noch viele Sachen machen, um das... Ja, dann müssen sie auf einen anderen Platz, aber ich finde, sie sollten jetzt schon nicht auf dem Platz spielen. Sie haben auch, das finde ich mega spannend, es hat, du hast ein Bänkchen und dann hast du so Rohr, also das sind so die normalen, weißt du, normal hast du, um dich abstützen. Mhm. Und die gehen bis ins Bänkchen rein zum Teil. Okay. Ja, das war fix in Spanien gewesen, oder irgendwo, wo das bauen hat. Sorry, also da habe ich zu viel Rohr gedacht, hey, komm dir mal an. Das ist schon gut. Das stört niemand. Uiuiui. Aber Sion IB war ein interessanter Match. Wil gegen Luzern. Und hat darauf an, wie das Wil das wir gesehen haben. Ja, hoffentlich ist Jenny zurück und schießt Luzern etwa 3 Goal. Zum David Ace reinwürgen. Bam. Eschenbach gegen Thun. Mhm. Erlinsbach gegen Basel. FFV Basel. Eschenbach ist auch nicht angenehm zum Spielen. Das hast du schon gesagt, ja. Der Verein, also das Team nicht, der Verein, also die Mannschaft nicht und der Platz auch nicht. Also das ist auch noch tricky. Erlinsbach gegen FFV Basel. Wieder das Erstliga-internes Duell. Sehr spannend. Dann ein anderes Erstliga-internes Duell, Lausanne-Sport gegen Sissach. Woher kommt plötzlich Sissach? Ist das jemand, der eine Lizenz übernommen hat? Sind die schon länger dabei? Sissach? Hat ich von einer gute Spielerin. Sehr guten Angriff. Ich wüsste nicht, dass die eine Lizenz gekauft hätten, ehrlich gesagt. Sissach ist... ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich habe nicht gewusst, dass sie schon in der ersten Liga sind. Ich meine, sie ist zweite. Aber mal. Ich bin überrascht. Ich also sie haben ja 10 noch gewonnen gegen Cugy Montéomont, Murist. und ja. Oh, eine von ihnen heißt Puig. Puig. Zaira Sanchez Puig. Und Luma, Luana. Luana Piccoli, ja, die hat sehr viel Tore Goldschuss. Am Laufmeter, das ist krass. Ah, ich habe dem Fall noch Information gegeben. Ich dachte, Ogochukwu hat den Rekord der Cup-Runde, aber Piccoli hat 6 Goal geschossen. Also eigentlich ist sie die am meisten Goal geschossen hat. Das ist ein sehr spanierlastiges Team. Tja. Oh, Tara Rudin spielt bei ihnen. Musst du ja nicht mehr fragen. Das ist noch gut, die haben mal bei... Sion gespielt, Tara Rudin. Schon. Ja. Charla Blasley, Anja Sam, okay. Melina Metzger kann ich auch. Okay. Gute Mannschaft. Okay, okay. Sind sie gut in dem Fall? Die sind gut, ja. So, wir sind aber etwas am Anschauen gesehen. Düdingen gegen Carus. Sehr interessant. Schon. Düdingen hat ja den FC Courchevel, wo ja legendär in der ersten Liga ist. Ja. Wo ja dann mit Kerzer fusioniert haben und jetzt sind sie immer so zu Düdingen über. Aber sie spielen in einem herzigen kleinen Stadion. Also ich bin gespannt, was sie können. Kachusch zeigt halt einfach zwei verschiedene Gesichter etwa die. Ursprünglich habe ich gedacht, dass auswärts und das Heimgesicht, aber nein, es ist einfach je nach Laune. Ja. Und dann ist Biel Bien gegen Oerlikon Polizei. Wie spielt das Stadion gar nicht? Ich habe es gar nicht. Das kann ich nicht sagen, wie sie in der ersten Liga gestartet sind.
Sie haben 3-1 gewonnen im Cup. Also knapper Sieg. Ja, Biel-Bienne. Spielen auf dem Nebenplatz in Biel, leider. Nicht im Stadion. Obwohl Cinzia Zinder kommt, wo er noch so viele Matches im Stadion für das Schweizer Nationalteam gemacht hat. Dann kommt dann die Egli, der FC Breitenrhein. Der empfängt Küsnacht am Rigi. Wahrscheinlich dann, je nachdem, mit oder ohne Stefanie Erne. Macht einen Unterschied, ja. Ist Stefanie Erne jetzt Trainerin oder Spielerin? Sie ist Trainerin bei Küsnacht und Assistenztrainerin bei Luzern und der neueste Gast bei, wie heißt das? Steilpass mit der Sarah Kanji. Obwohl sie einen schrecklichen Steilpass gegeben hat an Bands Frilli. Normalerweise ist Steffi eine super Steilpassgeberin, aber sie hat so eine Frage gestellt und fragt sie, gehst du während der EM ein Match schauen? Bands Frilli, wo überall was gratis Essen geht, auftaucht. Da hat wahrscheinlich nachher ein VIP-Ticket gestanden für ein ganzes EM. Und geht von Stadion zu Stadion ein Wein trinken. Sorry, Bands, ich meine das nur ein bisschen böse. Solothurn gegen St. Gallen, ganz interessanter Match. Hat nur ein grosses Problem. Es findet eine Woche später ein Länderspiel statt U20. In Solothurn. Und vielleicht müssen sie auf der Kunststraße spielen. Okay. Das ist sehr peinlich, sehr traurig, wenn es so ist. Schweiz gegen Zürichsee United. Das könnte interessant werden. Ja, Erstliga, oder? Ja. Und dann eben, seit gestern wissen wir, wir sind ja nicht sicher gewesen, Bieler gegen GC. Wir wissen es zuerst in der letzten Minute. Ja. Ja, das hätte noch mal knapp werden. Wo hast du wirklich gesagt, beim 11-1, sagst ja. Du? Ist es das dann scheiße, du spinnst denn du jetzt um einen? Ich habe das natürlich mit einem Zwinker im Auge gesagt. Das ist mega so. Ist das jetzt. Ja, ich denke, es ist eine Entscheidung so knapp in 11-1. Viele Leute verstehen meinen Sarkasmus nicht immer. Aber dort ist ja klar, dass ich das nicht mit Zwinker. Ja, ist eine mutige Prognose. 9-1. Ja, ist eine mutige Prognose. Ja. Du, ich weiss nicht, wenn sie den Penalty. Gell, wenn sie dort den Penalty versenken. Natürlich nicht. Dann wäre 2-6 gestanden. So. Aber das hätte sie schon müssen machen. Aber das ist schon krass, wie das so innerhalb von 10-15 Minuten komplett zusammengebrochen ist. Ja, also er hat einfach. Er hat kurz GC Gas gegeben, aber ich muss sagen, das Goal wäre so unglaublich haltbar gewesen. Von der Janina eigentlich. Ja, sehr schön. Ja. Aber auch abwehrbar. Man hat sie dort da oben spielen und aber auch dann, wo der Ball durch ist, denke ich, ja, sie hätten ihn. Sie hätten ihn nicht. Aber wenn sie ihn hat, haben sie die Führung vielleicht ein bisschen länger. Naja. Und dann kannst du wieder neue Interviews machen bei Bühne. Ja, genau. Gegen GC. Hey, das wäre noch lustig, Bühne gegen GC, aber ohne Jana Markovic macht es keinen Sinn. Raus Casino und Jana Markovic. Nein. Ganz viel. Ich mache Spass. Ich liebe Anna, ist ein super Mensch. Wirklich toller Mensch. Und Bühler auch. Gute Fußballerin. Ich weiß nicht, ich habe Bühler angeboten, dass ich den Match streame vom Cup gegen Toggenburg und es hat sich nie jemand gemeldet. Tja. Aber ich mag Bühler und im Winter haben sie ja keinen Sonnenschirm. Kein Sonnenschirm, nein. Kein Hoffe Sprechen. Ich mal. Regen sind jetzt dann aufgestellt. Ich merke schon. Das sind ein paar Regen sind, wenn du kommst. Ja, mal schauen, ob Bühler wieder gegen GC spielt und mich wieder einlädt. Ich hätte natürlich sicher Freude. Ja, kommt immer darauf ab, allgemein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen besorgt, weil ich habe gesehen, viele von diesen Matches sind jetzt auf den Samstag gelegt. Und ich muss sagen, irgendjemand muss auch am Sonntag spielen. Jemand sollte unbedingt am Freitag spielen. Das war schön in dieser Cup-Runde. Du hast ja Mittwochsmatch, Donnerstagsmatch, Freitagsmatch, viel am Samstag, ein paar am Sonntag und dann nochmal am Mittwoch drauf. Alternativ. Das ist ganze Woche, nach dem. Genau. Und ich finde, ja. Müsste man halt etwas machen, oder? Mal schauen, was passiert. Es ist halt einfach auch die Herren-Superliga und so weiter, läuft ja auch all die Ligen. Du musst halt schauen, dass du aneinander vorbeikommst und so weiter und so fort. Wir würden gerne so viele Matches wie möglich zeigen. 2-3, 4 vielleicht, wenn es geht. Je nach Zeitplan.
lasst in den Kommentaren zurück, was ihr wollt sehen. Also Andi, wir sind jetzt seit Stunde und 15 Minuten am Reden. Fühlt sich länger an. Das ist jetzt aber kein Kompliment. Wir haben schon ein bisschen viel umeinander geredet. Es fühlt sich länger an. Ja, tut's ja. Also sagen wir so, wir haben eine Stunde geredet und 10 Minuten haben wir noch schnell den Körper behandelt und die anderen 5 Minuten weiss nicht, was wir gemacht haben. Ja. Ja, ich würde einfach noch gerne schnell richtigstellen, dass der DFB-Pokal im Fall in keines Weges irgendwie nur noch auf Duell 1-2 Bundesliga. In der Runde, die wir jetzt gesehen haben. Nein, wirklich nicht. Hat es ja fast nur so Duell gehabt. Ja, es hat viele solche Duell gegeben, aber es ist nicht limitiert. Ja, aber die ersten Bundesliga-Teams, das ist jetzt die zweite Pokalrunde, ja. Die ersten Bundesliga-Teams steigen dann ein, wenn es praktisch nur zweite und dritte Bundesliga ist, statt den hat. Ja, Reutl hat gegen Erfurt getroffen. Ja, aber sorry, gestern. Erfurt ist ja auch zweite Bundesliga oder dritte, oder nicht? Ja, dritte. Aber Entschuldigung, dritte Bundesliga. Wir reden von Deutschland, dritte Bundesliga. Ist noch vor allen Regionalliga. Ich weiß es nicht, aber es wäre eine Ausnahme. Ich sehe auch selten einen Regionalligist oder einen Kreisligist in dem Cup, wenn die Frauen kommen. Während bei uns, wie die Women's Super League Teams, außer Servette und Zürich, steigen ja ein, wenn eigentlich noch bis zu Viertligisten drin sind. Union Berlin hat Leipzig rausgehauen. Ja, aber Union Berlin ist zweite Bundesliga. Ja. Und verdient rausgehauen aber wie. Aber bei Union Berlin spielt ja auch eine der besten Spielerinnen der Schweizer Liga etwa 2 Jahre nacheinander, bis Jacqueline Dünker gekommen ist und nachher hat sie dann irgendwie das Fußballspielen verliert, obwohl sie nachher international für Griechenland immer super Match gemacht hat. Also Eleni Marco, oder? Warum es nicht geklappt hat mit Eleni Marco in Basel in ihrem zweiten Durchgang, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht erklären. Vielleicht sind aber Kim Kulig und Jacqueline Dünker ähnlicher, als man meint. Aber unter den Inka Grings ist der Leni Marco eine von den 5 besten Spielerinnen der Liga in der Schweiz. In der Champions League für den FC Zürich haben dann muss sicher der Leni Marco und Serena Pübel die besten Falle angelegt. Ja, Serena Pübel definitiv, ja. Ja, und Pübel hat aber auch wegen der Marco immer besser ausgesehen. Der Leni Marco hat die ganz defensive Arbeit geleistet. Ja, man muss es ja machen, gell? Ja, ja, aber der Leni Marco, das kann man niemand erklären. Niemand, dass ein Spieler plötzlich von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr gut ist. Spielt gegen Arsenal, macht einen Assist zu einem Goal und 2 Wochen später muss sie die U21 spielen. Weil sie so schlecht sind. Komm, hör auf. Weißt du, was ich meine? Ja, da weiss man. Da sieht man zwei dahinter, gell? Ja. Und warum es dann bei Basel nicht geklappt hat, kann ich dir nicht sagen. Der Theo Karpetsas wäre ja eigentlich auch ein Griech. Du müsstest eigentlich davor ja, dahin stehen. Aber Kim Kulig ist halt nicht so griechisch. Ich weiß, dass Kim Kulig Europameisterin geworden ist mit Deutschland. Wann ist Deutschland Europameister geworden? 2000? Und 9 mindestens, aber ein paar Mal. 9 oder 13. Damals noch mit den Inka Grings und der Birgit Prinz und so. Das hat Kim Kulig in der Mitte gespielt. Ja, Birgit Prinz hat ja ein Angebot aus der Serie B gehabt. Sie hat abgelehnt. Von den Herren, weißt du? Ah, ja, ja, voll, das weiß ich noch. Ja. Das ich hätte es lustig gewesen. Gefunden, wenn sie gegangen wäre. Aber ja, sie hat wahrscheinlich war sie ein bisschen untergegangen. Es wäre auch blödsinnig gewesen. Nein, ich habe erst neulich gesehen, Post, ja, Deutschland im EM-Final 2013 oder 2009, weiß nicht mehr, welches EM-Final. Und dann war Nadine Angerer im Tor. Ja. Der Sturm war Birgit Prinz und Inka Grings, linker Flügel, schlecht, ne? die neulich bei der FIFA war, Behringer oder Behringer oder wie sie auch heisst. Behringer, ja. Nicht so deutsch. Behringer würde ich ja noch sehen. Dann ist Kim Kulig und da abwesend auch 2 Bekannte gesehen, die ich nicht mehr weiss, wie sie heißen. Aber links, linker Ausverteidiger, war die, die bei Real Madrid gespielt hat.
Bärbel Peter oder so, kann das sein? Ja. Wo Real Madrid sich gegründet hat, ist sie zu Real gewechselt. So eine, die bei Wolfsburg war, ist recht lang. Weiß gar nicht. Barbara Peter oder so, keine Ahnung, weiß nicht. Aber die ist Schussverteidigerin. Ah, die war Schussverteidigerin früher. Aber jetzt ist sie, also ich kann sie dann als Innenverteidigerin kennengelernt. Wo ist sie jetzt? Sie hat bei Real ihre Karriere beendet. Okay. Glaube. Ja. Du wirst sie erkennen. Sie hat ein markantes Gesicht. Okay. Spannend, ne? Und jetzt ja, nicht. Und ja, was noch gedacht hat, die anderen, Tinka Grings, Birgit Prinz. Was, Kim Kulig? Den habe ich herausgefunden, dass ich seit 2 Jahren Kim Kulig ihren Namen immer falsch schreibe. K-U-L-L-I-G? Eben nicht. Sie hat noch eins. Au. Oh. Ups. Kein Wunder, hat sie mich nicht gern. An dem wird es liegen? Ja. An dem wird es liegen? Nein, ich weiß nicht, ob sie mich nicht gerne hat. Ich vermute es, aber ich weiß es nicht. Aber die haben schon geil, es war schon ein cooles Team. Gewesen. Die Deutschen haben schon gute Fußballer rausgebracht. Die haben schon. Schau, der deutsche Frauenfußball hat einfach 2-3 Schritte zurückgenommen. Muss jetzt Huren aufpassen, dass er nicht das Gleiche passiert wie im Schweizer Frauenfußball gerade. Ja, vor allem auf einem anderen Niveau. Ja, ja. Das Ganze. Aber gut, natürlich, wenn du aber Alexander Popp kannst als Sechser auflaufen lassen, dann geht es so gut. Ja, aber solltest du vielleicht nicht. Weißt du, was ich meine? Tragisch, das auch. Also, weißt du, deutscher Fußball, ja, man muss jetzt aufpassen. Du hast innerhalb von der Champions League Quali, hast aber schon gesehen, es ist aber schon vieles für die Schweiz gelaufen. Mit Schweden und Dänemark, die Punkte haben liegen. Auf dem Level. Das ist schon noch gut gewesen für die Schweiz. Ja, und jetzt packt es. Okay. Packt es David? Hey, ich glaube nicht. Ich hoffe es. Es ist. Gut, ich muss sagen, wenn ich das den Match nicht kann übertragen kann, fuck you, Servet. Nein, macht nur Spass. Ich mag Servet. Ich bin ein großer Fan von Servet und wie sie arbeiten und den Leuten in diesem Verein. Ich habe das schon immer gesagt. Wo der Richard angefangen hat, mit Merik zusammen. Auch jetzt mit der Sandy, mit dem Loic, mit dem Marc, all den Leuten, Jeff, Johan, alle Leute, die beteiligt sind hinter den Kulissen, allen Spielerinnen. Ich finde, das ist eine krasse Qualität. Ich meine, die einzige WM-Teilnehmerin 2019 in unserer Liga ist eine bei Servet. Also, wichtig. Mein Clemaron. Ist 2019 an der WM gesehen, alles andere. Also ist niemand, glaube ich, jetzt im Moment bei uns in der Liga an der WM gesehen damals. Also sehr interessant. Roma ist ein schwieriges Team. Roma hat aufgerüstet im Sommer. Also ich glaube nicht, dass du. Ich bin traurig, wahrscheinlich wird keine von den 2 Schweizerinnen spielen gegen Servet, so wie es aussieht. Ja. Weder Talaya Pilgrim noch Esiosa Ekpogun. Aber es ist schwierig los. Etwas, was für Servet spricht, sie haben zurückgespielt daheim. Das heisst, wenn sie in Rom ein gutes Resultat holen, das halbwegs gut, das heisst, also das 0-1 oder das 1-2 oder so, weißt du, ich meine, 2-1, so, könnten sie Stade de Genève, wo schrecklich aussieht im Rasen, haben wir bei Schweiz-Spanien gesehen. Ja. Eigentlich könnte man das nicht spielen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, 2 Wochen länger zum besseren Rasen haben. Würde es nicht, aber ist egal. Dann haben sie im Stade de Genève eine Möglichkeit. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie es ist. Und es ist ein sehr schwieriger Gegner. Was sagst du? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Aber. Ich glaube, also schau, jetzt erst muss man sagen, die Qualifikation ist ja schon nicht mega souverän gewesen. Nein. Ich sage es nicht spielerisch, ja. Nein, einfach, du hast schon recht. Weißt du, vom Ding her ist es jetzt gegen 2. Gerade der erste Match musst du unbedingt kleiner und richtig gewinnen. Ja. Der zweite Match, das 2-0 ist am Schluss gerecht, aber eigentlich musst du auch diesen Match 5-0 gewinnen. Aber Servet hat immer noch das gleiche Problem, das ich ihnen schon lange ankreide. Wo mir die Maeva Sachen geschickt hat,
hat man keinen Ersatz gefunden. Jade Bohosayo, oder so hat sie geheißen? Jade Bohosayo, oder? Chade. Chade. Chade Bohosayo, oder? Ja. Sie hat zwar auch Goal geschossen, aber nicht so viel wie Maeva Sarrazin. Und seit Sarrazin weg ist eben kein echter Stürmer geholt. Riemann Teyomo Scheite. Ist er eine Stürmerin? Ja, warte schnell. Riemann Teyomo Scheite ist wahrscheinlich das, was einer echten Stürmerin am nächsten kommt. Und auch das, und auch die wird nicht immer eingesetzt. Das ist noch schwierig, aber ich weiss, wenn jemand irgendwie eine Joker-Rolle bekommen hat, also die zu verlieren, ist dann auch nicht so normal, nicht so einfach. Mit der Paloma ist eine richtige Stürmerin, wo aber nicht gerade geliefert hat in den ersten paar Matches, weil sie gebraucht hat. Und darum glaube ich dann auch am Schluss, dass er nicht hat spielen jetzt in diesen zwei Matches, weil er hat auf Nummer sicher gehen und hat sie erst gebracht, weil er sie ganz, ganz dringend braucht. Aber auch Paloma ist ein Rücken zum Goal, Stürmerin. Yeah. Und ich glaube, und ich bin viel so fest der Meinung, und ich habe es der Sandy Mändli auch schon gesagt, ich habe es auch Rischach gesagt vorher, bevor Sandy übernommen hat, Servet muss einfach ein Ding, auf Portugiesisch sagt man einen Pinheiro, oder einen Tannenbaum geholt. Servet braucht einfach eine grossgewachsene, breite Stürmerin, die dort halt ein bisschen Platz verschafft. Weil vom schönen Fußball her scheinen sie nicht zu leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Okay, muss halt immer, dann halt so seine Kavelti wäre halt nicht schlecht in dem Fall. Wäre überhaupt nicht schlecht gewesen. Hätte man sich wirklich anschauen. Aber? Vor allem, wenn sie zu St. Gallen geht. So. Sie wäre ja fast zum Gegner gegangen, zu Pauk. Ja. Andi. Ja, war ich. Es ist falsch. Es ist nicht gut angeklebt. Ja, das letzte Mal ist einfach etwas an, wo man richtig und wo nicht Werbung macht für fremde Teams. Ich sage einfach, wenn ich sehe, wie die Spiele gewesen sind, beide sind jetzt nicht mega souverän gewesen. Ist es so? Und ich glaube, Roma wäre drüber spaziert über beide. Wahrscheinlich, ja. Mit sehr, sehr klaren Ergebnis. Ich glaube, es wird unmöglich, schon recht heavy in Rom. Ey, ich hoffe mal nicht. Ich habe gehört, dass sie immer noch unglaublich heiß in Rom. Und sie spielen um 14:30 Uhr. Hey, sorry, aber die Ansetzung, wer die Ansetzung gemacht hat, einfach generell. Ja, ich. Die ersten Spiele sind um 11 Uhr am Morgen, gewesen, am Mittwoch. Ich weiß. Wer wird das können schauen? Look, es ist halt, es hat zwei Gründe gehabt. Erstens, Frauenfußball wird nicht ernst genommen, überall auf der Welt meistens. Du hast nur ein Drittel oder zwei Drittel von einem Match streamen. Ja. Dann ist das andere gesehen, dass du am gleichen Tag hast müssen zwei Matches versorgen. Also haben die Heimteams einfach gefunden, ja, die anderen sind uns egal, unser Team muss am Oben spielen. Komischerweise haben die Polen das dann nicht gemacht mit dem Servet-Match. Aus irgendeinem Grund haben sie dann vielleicht selber gemeint, dass sie ins Finale kommen, dann das Finale dann auf die 8 angesetzt. Aber ja, die meisten Teams haben einfach gesagt, look, uns ist auch wichtig, dass unser Team zweimal am Oben spielt. Ja. Und dann sollen die anderen auch möglichst früh, weil die UEFA erlaubt ja auch nicht. Die UEFA will eine Pufferzeit von 3 bis 4 Stunden, glaube ich. Okay. Ja, das war ja der Grund, warum zum Beispiel immer so lange hast du warten am Heimturnier von der U19 dort, gegen ja. Albanien und so, ist auch immer müssen über 3-4 Stunden warten, weil die UEFA die Pufferzeit einlegt, aus Sicherheitsgründen, weil die UEFA Copy-Paste macht vom mehreren Fußball. Aber meistens muss das Stadion nicht so schnell lernen und evakuieren, aber es ist schon gut. Ich respektiere die UEFA für ihr Durchsetzen von Regeln, was sie wollen, auch bei den Frauen. Sie nehmen es ernst. Die UEFA schickt etwa 5 Leute an so ein Match. Weißt du, die UEFA nimmt es wirklich ernst. Ja. Aber ich finde, aber ja, 11 Uhr morgen ist nicht okay. Und jetzt aber Roma, und das habe ich von meinem italienischer Journalist gehört, ich nehme an, es stimmt. Der Grund, warum Roma den Match auf die 14:30 gelegt hat, am Mittwoch ist, Roma hat Servet darum gebeten, zweimal am Mittwoch zu spielen, glaube ich. So habe ich das verstanden. Wegen ihrem Ligaspiel. Und ich muss sagen, gerade Roma im Profibetrieb muss eigentlich gar nicht beten. Aber ja, egal. Und dann haben sie halt mit Servet ausgemacht, dass sie dann am Mittwoch spielen wollen und nicht am Donnerstag.
Und dann hat Servet darum gebeten, dass sie halt einfach in dem Fall noch heimkommen am Mittwoch, damit sie nicht erst am Donnerstag heimkommen. Weil sie dann nachher, wenn sie am Donnerstag erst fliegen, verlieren sie den Tag und dann hat es am Freitag, haben sie entweder gerade ein Match oder haben dann nachher gerade am Samstag ein Match, wo sie nochmal weit reisen müssen. Und darum haben sie gefragt, ob sie dann noch gehen können. Und damit Servet den letzten Flug auf Genf, der am 6. ist, kann, müssen sie jetzt 14:30 spielen. So war die Erklärung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ja, da muss halt auch sagen, ja, Gegner von Servet spielen halt am Sonntag gegen Servet, oder verschieben den Tag, spielen irgendwann am Mittwoch, weißt du, was ich meine? Also, ich verstehe es schon, weil ich weiß nicht, wo Servet hin muss. Sind sie schon in Rappi gesehen, ja, oder? Mhm. Und in St. Gallen sind sie auch schon gesehen. Ja. Ja, okay. Weil, ich meine, ich verstehe schon, wenn Servet dann am Samstag weit muss reisen, weißt du, auf Zürich oder Basel muss, und sie kommen erst am Donnerstag und dann ist Freitag und der Nordost-Training. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch lächerlich. Dann sagst du einfach, du machst ein Spiel von selber am Sonntag, dann hast du ja, Freitag, Samstag, Sonntag in eins. Ja, macht niemand Andi, böse. Ich bin auch der Meinung. Hast du einen normalen Spielplan, keiner kann sich beschweren. Es ist cooler zum Schauen, du kannst mehr Spiele sehen, es werden mehr Spiele angeschaut. Ja, ich weiss nicht, wo die Nachteile sind, ehrlich gesagt. So Sachen kann ich wenig verstehen. Ich auch, aber ich sage dir nur, was angeblich der Grund ist. Also, dort sehe ich es dann halt wieder nicht ein. Ja, aber. Also, dann ist ja, hast du ja mehr Erholung, wenn du jetzt am Mittwoch einfach noch dort schlafst. Machst am Donnerstagmorgen ein Training in Rom und fliegst dann am Mittag. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, ja. Ja, nicht immer sonst so gut. Nein, das ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Es wäre mega schön für die Schweiz, es wäre mega schön für Servet und ich würde sie auch gönnen. Aber ich glaube, Roma ist doch cool, nochmal 3-4 Stufen zu hoch. Weil sollte Servet in die Gruppenphase kommen und sollte mit Glück noch das letzte dänische Team, glaubst du, scheitern, wäre dann die Schweiz wieder auf einem 2 Champions League Platz vielleicht. Wer ist für den noch drin? Hm? Wer ist für den noch drin? Nordschirland, kann das sein? Da sind die gegen Benfica rausgekommen, Nordschirland. Hat es denn den noch drin? Vielleicht nicht. Aber sie haben immer noch einen Vorsprung genug gross. Also Servet müsste einfach muss sicher, eine Gruppe, ja, dass wir ein paar Länder könnten überholen könnten. Und am besten dort auch noch einen Punkt. Aber das wird nicht schwieriger. Ja. Du, alles machbar. Wolfsburg geht vielleicht auch das Jahr wieder raus. Ja, sind auch schwierig, gell? Gut, nach dem Atletico der Madrid gegen Rosenborg rausgeht, ist glaube ich alles. Ja. Kann alles passieren. Ja. Du, eben, hoffen wir, dass Servet wiederkommt, hoffen wir, dass es live auf Abseits ist. Wäre schön. Das wäre sehr schön. Aber ich halt noch in den Sternen, so wie ich es verstanden habe. Ja, du, ich meine, ich verstehe es, wenn es SRF oder das SR geht, SRF würde es nie machen, aber die RTS sich erbarmt dem Frauenfußball und halt wegkommt. Dann haben sie den Vorrang. Ich mische mich da nicht ein. Ich will dem Frauenfußball nicht im Weg stehen. Aber sobald das SRF nicht findet, dass sie es live im Sender zeigen, finde ich, das ist abseits ein Schussrichtiger daheim. Ja, denke ich auch, ja. Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht von zwei Champions League-Runden, genauso wie die, die wir übertragen haben. Ich bin mittlerweile Official Broadcaster von der Schweizer Nazi im Futsal. Also ich glaube, es vorzuweisen mit mir. Genau, also ich finde. Auf internationalen Parkett. Genau. Aber das werden wir dann sehen. Toi, toi, toi. Wäre schön, wenn es klappt. Ja, auch an Servet. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es kommt gut. Ist nämlich schon nächste Woche mal. Am Mittwoch, das erste Spiel. Ja. Darum, ja. Geht Schlag auf Schlag? Das ist Meisterschaft, dann ist schon die Champions League. Ja, Servet hat es noch hart. Gegen wer spielt es eigentlich am Wochenende? Weißt du das gerade? Wir können es ableiten.
Basel ja, FCZ, dann ist GC Rappi, dann ist IB gegen. Es ist gegen Thun. Also alles okay. Hat ein IB? IB Arau? Nein. IB hat Arau, ja. Schon. St. Gallen Luzern, ja. GC Rappi. Und schon morgen, also am Freitag, wenn ihr es gesehen heute oder gestern, Basel gegen Zürich. Im St. Jakob Park. Ja, ich wäre sehr gerne gegangen. Japan-Käfer for life. Aber ich habe... Der Japan-Käfer ist der grösste Förderer vom Frauenfußball in Basel. Ja, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich... Ah, dich habe ich doch gefragt, was mir muss gekommen ist. Mhm. Ich habe gesagt, das checke ich nicht. Das ist mir so. Nein, ich hätte es gerne gesehen, aber ich habe Training. Du hast schon immer Training gehabt. Es ist schon schön, es macht schon Bock. Und das zum zweimal im Kopf verlieren. Ja, jetzt noch, ja. Im halben Jahr sollte das anders aussehen. Ja, alles gut. Aber schauen wir schnell, was Servet euch erwartet so in dem ganzen Champions League, sag ich. Also in diesen drei Hardcore-Wochen, die sie haben. Drei? Also, ja. Sie spielen jetzt gegen Thun. Am Mittwoch gegen Rom. Und nachher spielen sie die Woche drauf, also am Wochenende drauf, spielen sie dann gegen Luzern, zu Luzern, am 8. am Abend, am Samstag. Den Match hat man auch wirklich so von Sonntag können legen. Das ist ein bisschen dumm. Und dann Mittwoch? Und dann am Mittwoch wieder daheim gegen Roma. Gegen Roma. Und nachher, ich zähle halt noch den Match nachher, wenn du daheim gegen Roma gespielt hast, bist du sicher auch noch müde, gell? Also, dann bist du nicht einfach super gefit, würde ich denken. Aber dann spielen sie am Sonntag gegen Zürich. Ja. Gut, sie haben daheim am Donnerstag gespielt. Ja. 13:30 Uhr. Am Sonntag. Jesus Christus. Nein, das ist fair. Du schaust am Schluss, wie Konzentration auf die Champions League Match sind, vor allem auf den ersten. Und wenn der gut läuft, dann auf den zweiten. Und wenn er gut läuft, dann denke ich, ist es gegessen. Ja, wir werden es sehen. Ja, ich hoffe, wir werden es live sehen. Ja, wir können ja auch sonst ins Stadion gehen. Genf, ja. Kommst du mit? Weit ums Eck. Müsste ich schauen. Mittwoch, okay. Schon Donnerstag. Donnerstag? Mittwoch, Donnerstag, daheim ist am Donnerstag. Aha, in Rom? Auf Rom komme ich nicht. Nein. Das ist vielleicht fast gleich weit weg wie Genf. Nein, ja, Genf können wir sich schon überlegen. Kannst du das Team mitnehmen? Ja, mal schauen. Das ist eben das Problem, wie viele haben Interesse, das zu sehen. Wir hoffen, das ganze Team. Schön wär's. Auch live auf Upside, wie viele vorhin abonniert haben. Das sowieso. Müsste ich mal schauen. Das fände ich cool. Ja, willst du noch über die Superliga reden? Was haben wir da jetzt? Stunde und 37. Zwei Spieltage sind passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, und jetzt müssen wir über Geraldine S. reden. Jetzt so, ja. Das kann ja nicht sein, dass wir da kein Wort über. Nein, aber es ist schon nicht falsch. Aber ich glaube, es stimmt aber auch, dass es da noch nicht so ist. Am Samstag drauf hat sie dann einfach 3 Goal geschossen. Genau. Aber gegen vorher Luzern. Ist es gegen Luzern, wo sie die 3 Goal schießt. Ja, wo der Rilano ja. Nachher 2 macht, ja. Oder? Aber vorher ja nicht, sie hat ja sogar gefehlt am Anfang. Ja, aber jetzt hat... Und in der Vorbereitung, und jetzt stimmt's. Aber jetzt fehlt sie schon wieder! Ich glaube, sie hat fast schon einen Match drauf wieder gefehlt. Sie hat dort schon ein bisschen gezeigt, wie wichtig das ist an ihrem Team. Ja, aber ganz klar. Fit bleiben. Genau, erstens das und zweitens halt, look. Ich finde, Geraldine S. Aber ich habe den Punkt schon fair gefunden vom Kommentar. Er hat völlig recht. Also, ich habe nur einfach gesagt, hey, dort war es einfach noch nie ein Grund, ja. Um sie explizit zu erwähnen. Ja. Aber ich möchte nur schnell sagen, am Zürcher Derby hat sie, glaube ich, schon nicht gespielt, oder? Warte schon. Ja, aber sie ist trotzdem Zweite hinter Nikolic, oder sie? Torschützerliste. Ja, aber sie hat im Zürcher Derby jetzt schon wieder nicht gespielt. 1 gegen Thun und 3 gegen Luzern. Ja.
Du, ja. Ich meine, Geraldine ist eine tolle Spielerin. Ich finde, sie ist ein Opfer geworden vom System von der Marisa Wunderlin, wo leider keine Zehner erlaubt oder nicht wirklich. Obwohl Marisa Wunderlin eigentlich einen Platz hat für einen Zehner, ist es ja in ihrem System so wichtig, dass die Person immer presst und dass die Person mobil bleibt, dass es eher ein zweiter Stürmer ist mit ersten Verteidigergedanken. Und darum hat Geraldine S., die eigentlich eine geborene Zehnerin war, so nicht die Möglichkeit, sich zu entfalten, dort, wo sie eigentlich sollte, finde ich. Aber hat sie gefunden, was sie sich ja, nein, also, ja, dort als Stürmerin in St. Gallen. Weißt du, es ist eben ein Trugschluss. Geraldine S. ist so gut, dass sie auch Mittelstürmerin kann spielen, aber es wäre nicht ihre Position. Aber das hat sie jetzt schon. Also, ich glaube, sie könnte mega wichtig sein. Das hat sie auch schon in St. Gallen gemacht. Ja. Sie könnte sehr wichtig sein in diesem Team, wenn es dann klappt und funktioniert in dem Rhythmus in St. Gallen. Also, GC hat einfach ein viel zu kurzes Kader. Und das wird sich dann im Winter zeigen. Weil die Verletzungen werden nicht ausbleiben. Es sind noch nie bei GC Verletzungen ausbleiben. Und nachher muss GC dann sehr, sehr genau schauen. Die Frage ist ja eben, ob du das im Winter wirst sehen oder wird im Winter nachgerüstet. Und das ist halt so ein das Thema. Oder? Wenn sie im Winter nachrüsten können, dann ist es ja easy, dann hat es verhebert irgendwie. Dann geht das vielleicht sogar. Ich meine, jetzt hast du ja, aber warte. Wir reden von Winter. Tiefen Winter. Von Januar, aber. 3 Monate müssen sie haben. So. Ja, warte, aber. Was ist, wenn die Verletzungen schon jetzt im Oktober kommen? Ja. Dann ist scheiße. Eben. Aber sonst könntest du. Also weißt du, also wenn es so durchredet, dann ist es natürlich. Hey, sicher. Und ich bin sehr gespannt, um zu sehen, wie es funktioniert. Ich hätte nur gesagt, er hätte halt empfohlen gehabt, dass man etwas mehr macht im Sommer. Ein bisschen früher. Das ist ja ganz klar. Man aktiv wird, ja. Ja, aber so stehen sie, also sind die 5. haben 8 Punkte, 4 Vorsprung. 15? Ja, 4 Vorsprung auf IB. Nicht falsch. Krass, mittlerweile schon wieder 5. Geht es jetzt 8 Punkte? Nein, ja, 14. Mit 9 Punkten. Ah, warte, ich schaue, du 20. sorry. Falsche Tabelle angeschaut. Es sind 8 Punkte. 12. Platz. Ja, 4 tatsächlich. IB, genau, sorry. Ja, ist so lang her, muss noch die Tabelle wieder für den Griff. St. Gallen führt die Liga an. Wer hätte das gedacht? St. Gallen führt die Liga an, ohne auch nur 1 Gegengol überzukommen. Ja. Das ist ja eigentlich nur so, weil sie einen grossen Goalie haben. Das hat ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, St. Gallen hat gut verteidigt. Hat ein bisschen Glück gehabt. IB ist extrem stümperisch im Angreifen. Nein, Entschuldigung, der Match St. Gallen gegen IB, da hätte auch 5-5 können ausgehen können. Wenn es nicht so grosse Goalie hat. Nein, ja. Nein, also beide haben grosse Goalies. Beide in St. Gallen ausbilden die grosse Goalies. Beide eigentlich grosse Patzer Goalies. Entschuldigung. Aber du vertreibst mein Argument. Und es ist nicht mal mein Argument, es war der Nadine Angerer ihr Argument gewesen, Entschuldigung. Nadine Angerer hat gesagt, sie will sich die grössten Goalies in der Schweiz anschauen. Sie hat nicht den anderen erfunden. Ja, ich habe dir aber erklärt, wie das wahrscheinlich einfach gemeint ist. Nein, habe ich nicht. Glaube ich dir nicht. Ist nicht so. Aber ist alles gut. Nadine Bö ist ein toller Goalie. Hat das verdient, was für sie bei ihr passiert. Look. St. Gallen macht das sehr gut. Der hat noch kein Gegengol bekommen. St. Gallen ist ein diszipliniert starkes Team. Aber die Gegner haben jetzt wirklich, wirklich sich auch Mühe gegeben, grosse Chancen rauszulassen. Servette hat ein paar Chancen gehabt. IB hat ein paar sehr viele Chancen gehabt. Also es ist nicht so, als wären die Chancen nicht nochmal gesehen. Also, aber es wird auch gut gehabt, ja. Muss man auch sagen. Ja, ja, sicher, und verteidigt sowieso. Das mal beiseite, jetzt einfach wegen dem Ding. Ich finde, es ist viel seriöser, was St. Gallen macht. Ja. Es ist viel kompakter, es ist ja, viel intelligenter, wie es gespielt wird. Es ist aber dementsprechend auch nicht mehr so spannend.
Es ist das, was ich im Cup-Match gesagt habe. Ich habe den grössten Respekt und finde es super, wie St. Gallen spielt und was Absolut. Sie machen. Marisa Wunderlin, ihr Defensiv-Pressing-Fußball mit Umschaltmoment ist cool. Gut, er funktioniert. Ja, aber ich finde, es hat sich auf das Jahr etwas entwickelt. Irgendwie. Also, weil es ist nicht mehr, es ist. Also wie es ist kontrolliert, dann habe ich das Gefühl. Weil ja, es ist viel kontrolliert, es ist viel überdacht. Weil eben der Spannungsmoment, weil eben das nochmal Scherz nicht mehr man ist. Der Fußball, von St. Gallen spielt, der wird immer strikter, rigoroser über die Jahre mit der Marisa Wunderlin. Je nach 4 Jahren, was jetzt dort ist, oder? 4, 5 Jahre, ist Marisa Wunderlin dort. Und ihr Team wird immer strikter und strikter in dem, was sie machen. Geraldine S. verliert für etwa 1,5 Jahre ihre Position. Spielt nicht mehr regelmässig. Jennifer Weiss verliert ihre Position im Team. Das sind alles nicht Zufälle. Gut, Victoria Bischoff verletzt sich. Das ist noch das andere. Gut, S. war auch mal verletzt gewesen. Aber Marisa macht das Team enger und enger in seiner Aktivitätszone. Immer mehr ein taktisches Korsett. Larina Baumann rutscht definitiv links raus. Sie holt ja jedes Jahr neue Verteidigerin. Da hast du mit der Naya Glanzmann und der Jana Brunner ist eine sehr, sehr strikte Innenverteidigung. Und dann Battliner hat auch ganz eine andere defensive Rigorosität gehabt als Jasmina Colombo, Karin Bernet als Sechser, die nicht unbedingt ihre Position ist, aber weil sie so viel läuft und so eine abgeklärte ist, hast du immer ein starres und starres St. Gallen. Und sogar Eva Bachmann gliedert sich ein als einziger Genie, Wahnsinnigspunkt, einzige Freiheitspunkt in diesem Team. Mit der Franzi Gauss kommt nochmal jemand, der sich anstrickt. Und St. Gallen wird immer reguloser. Und dann gibt es da das halbe Jahr, das Dreivierteljahr Nova Scherz. Dann wird St. Gallen herrlich. Dann hast du Eberhard, der gut drauf ist, du hast S, der gut drauf ist und hinten einfach Zauber, Blumen, Taxidomasks, fliegen die Rosen überall hin. Nova Scherz hat dem Team einen anderen Twist gegeben. Und mit dem hat St. Gallen ganz eine andere Art entwickelt, auch zu reagieren. Und eine andere Art von Fußball. Und dann nimmt man uns aber die Noah Scherz wieder weg. Sie sitzt mehr auf der Bank, spielt weniger. St. Gallen wird rigoroser, aber nicht abgeklärt. Und jetzt diese Saison, was jetzt herauszufinden geht, ist St. Gallen innerhalb von dem Schema noch mal mehr gewachsen, was ich davon ausgehe und du davon ausgehst. Oder sind die Gegner einfach noch mal schlechter geworden? Weil ich glaube ja immer noch, dass bei uns in der Liga im Moment eine Korrektur nach oben stattfindet. Zwar jedes Jahr. Aber das heisst nicht, dass St. Gallen nicht besser geworden ist in dem, was sie machen. Und St. Gallen ist besser geworden in dem, was sie machen. Es ist einfach für mich nicht unterhaltsam. Nicht unterhaltsam Fußball. Und nicht, dass St. Gallen langweilig wäre. Nein, gar nicht. Nein. Es ist einfach nicht Feuerwerksfußball. Und das habe ich eben auch im Cup-Match dort kurz angesprochen. Okay. Das, ich weiss, du hast nur halbe zugelassen, wenn überhaupt. Aber ich habe den Match gesehen. Ja, natürlich, aber so stumm denken. Nein, das ist stumm. Ich habe einfach noch anders zu nett gemacht. Ja, branchet, hä? Nein, look, ich finde, die taktische Rigorosität, der Fußballer ist effektiv, er gibt den Punkt, er lässt dich zu oberst auf der Tabelle sein im Moment. Er zeigt mir aber auch ein bisschen Ahnungslosigkeit, und zwar ein Stück weit. Während die Blue Stars wirklich dort den Raum im Griff hatten, hat St. Gallen auch nicht wirklich gewusst, was machen. Sie haben es probiert, sie sind angelaufen, aber ihnen sind ein bisschen die Idee ausgegangen. Und in der zweiten Halbzeit, wenn du nachher Ardita Iseni hast, eine sehr, sehr mobile Victoria Bischoff, die auch ihre Kreativspielerin hast, und auch Alessandra de Freitas, die vielleicht ganz anders die Rolle interpretiert als ein Franzi Gauss oder ein Katharina Risch, dann hast du ein bisschen mehr gesehen. Aber sonst ist St. Gallen eine Top-Mannschaft,
spielt guten Fußball. Ist einfach nicht die zauberhafte Genie. Es ist nicht etwas, was mich von der Zocke hält. Die ganze Zeit, aber muss es auch nicht sein, weil sie spielen nicht für mich Fußball, sie spielen für den Tabellenfußball. Genau, ich finde, eben, ich finde, St. Gallen hat es das auch noch gebracht, dass man es souveräner macht. Es ist für mich so, keine Ahnung, es ist alles viel, viel durchdachter. Und ich finde das eine sehr positive Entwicklung. Ganz glaub, klar. Und das merkt man auch eben, auch wenn es nicht ein 0 würde stehen, die Gegengol, sondern ein 2. Es ist trotzdem einfach viel durchdachter als vorher. Selbst wenn es 6 für dich steht, wäre es immer noch gut. Nein, dann wären wir wieder mit dem gleichen Ding. Sie haben es jetzt wirklich angebracht, einfach nicht mehr das auf Teufel komm raus, gerade so von da, sondern sie spielen jetzt viel souveräner. Es ist für mich, wir haben in Spanien den Marc Márquez als TÜV-Genie. Mhm. Der hat lange Rennen gewonnen, weil er einfach alles riskiert hat und immer Vollgas und egal wie, ob er der Erste war, mit irgendwie 30 Sekunden Vorsprung, hat er immer noch unbedingt das TÜV querstellen und so. Und dann hat er gelernt, hey, ich will eigentlich Weltmeister werden und für das muss ich kontrollierter sein. Und ich glaube, St. Gallen hat es angebracht, jetzt einfach viel kontrollierter, viel intelligenter zu spielen. Und ich glaube, das könnte etwas werden, ja. Wenn es so durch, könnte es ziehen, gell? Also, wenn nachher mal 2-3 Niederlagen am Stück kommen, dann mal schauen, wie sie reagieren darauf. Aber so wie sie jetzt spielen, so wie sie es jetzt machen, finde ich es sehr, sehr stark. Es ist sehr gut. Die Frage ist, wie reagieren sie jetzt auf die Wildcard? Und zwar Ardita Iseni. Wenn Ardita fitter ist, wenn Ardita fit bleibt, wenn Ardita noch fitter wird, gerade was Konditionen und so anbelangt. Wie kann St. Gallen so eine Explosion an Tempo und Durchfahrt einbauen in das Team? Ohne dass sie untergeht in dem taktischen Korsett und ohne dass St. Gallen etwas opfert, was sie wollen, unbedingt beibehalten. Ja, das ist ja nicht selber Kunst einer guten Trainerin oder eines guten Trainers. Da muss man auch sagen, mit den Nielsen ist natürlich ein riesen Transfer. Ich habe ja immer gesagt, Sarah Nielsen ist ein grossartiger Transfer, nicht nur weil er ihnen gelungen ist, sondern weil Sarah Nielsen perfekt ist für den Marisa Wunderlin-Fußball. Und weißt du, wer auch noch super ist für den Marisa Wunderlin-Fußball? Zina Cavelti. Zina Cavelti ist auch grossartig für Marisa Wunderlin-Fußball. Für Zina Cavelti kann auch gut pressen. Aber Zina Cavelti ist physisch sogar noch mal stärker als Geraldine Netz. Und wenn Zina Cavelti und Sarah Nielsen zusammenspielen, tut es mir mega leid für Franzi Gauss und für Jael Eberhardt, wo vielleicht weniger Spielminuten werden gesehen. Aber dann hast du nachher ein sehr, sehr krasses Sturmduo. Und wenn dann dort noch von der Bank jeweils Ardita Iseni springen kann, wenn vielleicht Ardita Iseni über links springen kann und Eva Bachmann über rechts nimmst, dann könnte St. Gallen vielleicht wirklich um den Titel mitspielen. Ja. Aber sie werden nicht, weil St. Gallen wird sich nicht trauen, wahrscheinlich das Risiko zu gehen, was sie müssen, denn zum Versuchen, den Titel, um einen Titel mitspielen. Um einen Titel? Vielleicht wird es ein Gap. Die müssen zuerst mal genug weit kommen, sonst letztes Jahr auch nicht. Aber vorletzt. Das ist ja so. Aber nachher haben sie im Cup keinen Mut gehabt, im Finale keinen Mut gehabt. Ja, das ist Marisa Wunderlin traut sich im Finale so. Traut sich im Finale dort. Das war noch der Erik Severak Trainer, glaubst du, oder? Mhm. Marisa Wunderlin traut sich dort im Finale nicht all in zu gehen. Gerade wenn ihr das Team eigentlich die gefährlichere Mannschaft ist. Klar, sie hat eine Verletzte und so weiter, glaubst du, im Finale. Muss jemand verletzt raus. Ich weiß nicht mehr genau. Aber dort hat man können als St. Gallen versuchen, nochmal umzuschalten, nochmal ein bisschen gefährlicher zu werden. Das Problem ist aber, man hat den Köder von Servette angenommen. Und Servette hat einfach gesehen, aha, die greifen gar nicht mehr an. Sie wollen nur noch schalten. Ja, dann tun wir nur noch verwalten. Und verwalten, das hat Servette unter dem Severak super. Dann können sie auch jetzt noch recht gut. Aber da haben sie ja noch die Supergame-Waffen in der Zeitverwaltung. Deine Spreire. Die hat ich dir erst gern. Also hat er gesagt, ja, gell? Ja, ja. Das hat keine Halbzeit gebraucht, bis sie die erst gern bekommen. Ja, aber das Spanien ist ja das Problem bei unseren Schiris in der Schweiz. Und man hat sie wollen ins Team der Woche nehmen und hat nachher gesagt, hey, das können wir nicht.
eine Spielerin oder ein Goalie, der so das Spiel kaputt macht mit der ganzen Umliegerei und so Zeug, können sie das Team der Woche machen. Ja, das ist aber auch nicht fair. Easy. Von der Parade her, falls sie hat ein riesiges Spiel gemacht, muss ich schon sagen. Ja, ist der Hammer. Ja. Der Teil von ihrem Spiel ist ja sehr portugiesisch. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch nicht mal ein Drittel gesehen von dem, was ich ihnen spreche. Und vielleicht uns ihren Weg erziehen. Ja, ich hoffe es nicht. Das gehört zu ihr. Ich finde, das ist ihr Spielstil. Und ich glaube, sie werden noch viel Freude haben mit ihr. Und ich hoffe, sie bleibt nachher auch in Spanien. Dass sie nicht zurückgeht zu Everton. Ist es das gesehen für St. Gallen, das Thema bei uns? Oder willst du noch darüber reden? St. Gallen und GC haben wir. Ja. Servet haben wir ja Champions League technisch. Servet haben wir Champions League technisch. Müssen wir sehen, was wir für Servet. Ich meine, ich war sehr überrascht, dass wir Servet in der Champions League wie das Servet von der letzten Saison gesehen haben. Und nicht mehr das Servet, das sich in der neuen Saison muss probieren sind. Aber ich glaube, das hat der José Barcala einfach gefunden. Nein, look, ich spiele mit dem, was ich weiß, dass ich habe. Gegen Roma muss er dann vielleicht aber auch dann wieder Kanickel aus dem Zylinder zaubern. Bin sehr gespannt, was der Plan ist von Servet gegen Roma. Aber auch dazwischen, ich meine, Luzern, bei allem Respekt, und zu dem kommen wir noch weiter, ist wahrscheinlich immer noch kein Gegner von Servet. Und dann... Thun. Thun, ja gut, das haben wir eh schon vergessen. Also Thun, das dort wird vielleicht auch die Hälfte von der U20 spielen. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie richtig ausgeruht auf Rom kommt. Wenn wir dürfen nicht vergessen, jetzt am Sonntag sind sie zurückgekommen von Polen. Eine harte, intensive Woche. Jetzt haben sie die Woche, wo sie vielleicht schon Rom vorbereitet mit dem Hauptkader. Und dann hätte ich gesagt, mit 4 U20 Spielerinnen, also wirklich gegen Marseille, 4 25 Spielerinnen plus 5 Stammspielerin, also eine Spielerin, die nicht unbedingt gegen Roma von Anfang an spielt, sollte ja Thun immer noch drinnen liegen. Und dann gegen Roma alles geben und dann, je nachdem, wie der Match dort ausgeht, dann auch bei Luzern vielleicht Opfer bringen. Also, ich bin sehr überrascht, wenn es so extrem notiert, also dass es gerade irgendwie so viel U20 drin rührt. Hey, schau, du bist mal relativ schnell bei 4. Wenn du schaust, Tamina Muratovic und Chiara Valin sind eh schon Kaderspielerinnen, oder? Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Chiara Valin spielt, als rechte Außenverteidigerin, zum Reveli und Marchand oder Burma entlasten. Weißt du, das kommt nicht in der zweiten Halbzeit? Dass sie die erste, dass Vielleicht, aber ich weiß nicht. Mit voller Kraft am Anfang, möglich, die ersten 30 Minuten irgendwie versucht. Nein, ich glaube, zum Beispiel Serrano wäre das schon. Ich glaube, Paolo Serrano wird es nicht sehen. Ja, also eben, also 1-2 Positionen schon, ja, gesehen ich. Aber ich glaube eher, dass sie versuchen, die ersten 30 Minuten das Ganze zu fixen und dann auch in der zweiten Halbzeit können wechseln. Ja. Aber Servet hat ja das Augenmerk wirklich auf die Champions League spielen, was auch müssen, was ja auch dürfen. Klar, ja. Vor allem bei dem blöden Modus, den wir haben, ganz ehrlich, darf man nicht vergessen. Playoffs, ja. Und darum, ja, glaube ich, wäre die Chance für Thun und für Luzern jetzt dort gegen sie zu punkten. Aber auch beide Teams scheinen mir nicht auf dem Weg, dass es ihnen möglich wäre, gegen so ein Team zu punkten. Und Servet wird hoffentlich in der Champions League Gruppenphase stehen. Und wenn nicht, werden sie hoffentlich eine gute Zeit haben. Und bis jetzt in der Liga hat auch Servet ja, hat das Minimum geleistet, was sie müssen. Gegen St. Gallen ein bisschen zu wenig. Aber das ist nicht klar. Und seither haben sie ein bisschen mehr aufgetragen. Und gewinnen halt 1-0, 2-0, 3-0, so wie es gerade müssen. Und es ist schade für uns Zuschauer, aber das ist das, was sie wollen. Ich bin mega gespannt auf das Servet nach der Champions League. Ich glaube, das wird ein ganz anderes Gesicht. Oder ich hoffe, es wird ein anderes Gesicht. Vor allem, weil du siehst, mit Paloma Lazaro kommt jemand ganz anders, ein ganz anderer Spieltyp. Mittlerweile hat also Trimante Jonuscheite wirklich gezeigt, dass man sie vielleicht wirklich mehr einsetzen darf, dass sie vielleicht wirklich das Wunderkind aus Litauen ist. Oder einfach ein guter Joker. Ja, jetzt vorbei. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja krass. Selbst ja. Als Joker hat sich ein bisschen zu wenig gespielt, meiner Meinung nach. Ja. Und ja.
Servette wird wachsen, Joana Marchand war immer angeschlagen, Palacerano war angeschlagen am Anfang. Was kann Korpela, so ein erfahrener Goalie, unglaublich, hat sich gerade verletzt am Anfang, aber was kann sie beitragen zum Fußball von Servette? Sehr gespannt. Ja, vor allem dann nach der Champions League, also dort sollten schon einmal einen Knopf aufgehen. Nächstes Team, der FC Zürich. Ganz interessantes Team. Jetzt endlich mit lizenzierten Ausländerinnen. Hoffentlich alle mit ihren richtigen Trikots. Der Renato Gligorowski spielt einen interessanten Fußball. Bis jetzt. Entschuldigung. Hat es geklappt. Gegen Thun hätte er anders spielen müssen, weil er keine Spielerinnen mehr hatte. Dann hat er zwei, dreimal jetzt eigentlich erfolgreich gespielt. Gegen Luzern sowieso, gegen Rapiers gesehen und gegen GC jetzt das erste Mal, wo du gesehen hast, aha, sobald die Qualität ein bisschen steigt, wird es ein bisschen schwieriger für ihn. Obwohl auch gegen Luzern hat Luzern zeitweise halt schon gut gespielt. Und jetzt seine Tormann-Kette, die er in der Dreierkette die mittlere Frau nach vorne zieht und der Goalie auf Höhe von der Innenverteidigerin. Jetzt wird die getestet. Und ich habe das auch schon Renato gesagt. Chapeau, wenn du das durchziehst. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn du jetzt 5 einfängst. Wenn du so einfach Goalie einfängst, wie blöd. Erstens, Noemi steht viel zu weit weg und sobald ein Gegner das kann und checkt, wie zum Beispiel Nina Baker jetzt im Cup gestern, dann kann er sie immer überlappen und sie hat ja auch Luzern angemacht im Testspiel. Dann gegen St. Gallen, auch nur schon gegen Aarau, gegen Teams, die wissen, wie man presst, gegen Basel, kannst du das nicht spielen? Simon? Morgen, ja, gegen Basel stimmt, ja. Das ist, das wäre jetzt so ein bisschen gradmäßig. Ich glaube, er geht es, war so ein bisschen der Erste. Gewesen. Ja. So mal so als Einstieg. Da war es 0-0 gewesen. Und ja, gell, dann schaust du das Spiel so ein bisschen an. Und das ist halt schon, sie haben viele Punkte. Also, das ist halt schon. Man hat schon sehr schwache Gegner gehabt, muss man einfach genau, sagen. Genau, sie haben halt aber auch einen guten Kalender gehabt zum Starten, finde ich, in ein komplett neues Projekt. Sie haben aber interessante junge Spielerinnen, muss man auch sagen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass jetzt, wenn dann halt eben wirklich Basel, IB, St. Gallen und so weiter kommt, dann wird es zu wenig sein. Ich glaube auch. Ich sage, das ist ein Projekt, wo du auf 2, 3, 4 Jahre raus musst anschauen musst. Hoffentlich wird es so langfristig angeschaut. Das musst du fast mit diesen Spielerinnen, weil ich glaube, du kannst nicht viel entwickeln, du kannst glaub, sehr viel daraus machen aus dem Kader. Aber du musst dir halt Zeit geben und Geduld haben, um die zu entwickeln, weil also, es würde mich mega wundern, wenn du jetzt gegen Basel, IB, St. Gallen mehr als 4 Punkte machen. Wir werden es sehen. Gerade gegen Basel, ich glaube, ihm seine grosse Chance ist wieder, ich will jetzt niemandem unterstellen, aber wie fest schaut Kim Kolik die Gegner an? Wie fest studiert sie die Gegner? Meinst du, das ist eine Chance? Aha, wegen der Benz. Nein, ja, allgemein. Hat der FC Basel seine Pflicht erfüllt und der Gegner studiert? Ich weiß es nicht. Sollte der FC Basel den Staff länger als mein Arm? Gut, ich kann kurz hier. Aber, weißt du, was ich meine? Aber hat der FC Basel seine Gegner studiert. Viel, wenig, Mittelmaß. Wenn der FC Basel, der FC Zürich gut studiert hat, sollte er jetzt da sein mit der Möglichkeit, etwas zu machen. Aber man muss auch sagen, der FC Basel ist auch diese Saison noch nicht so über alle Zweifel erhaben. Absolut noch nicht im Tritt, absolut noch nicht auf der Ding, wo man könnte bei diesem Kader erwarten. Muss erwarten. Bei dieser Kadenz, die sie sollten haben. Aber haben halt eben ein unglaublich gute und auch in der Breite gute Kader. Ich glaube, darum von dem her ist es schon, ja, ist es wie nicht so schlimm. Und ich meine, gell, wenn du morgen jetzt gewünscht, gegen Zürich bist du dann auch wieder vorbei. Mhm, es ist,
Ja, ganz es ist halt erstens ist wirklich halt erst Anfang Saison, ist der 5. Spieltag. Mhm. Und zweitens ist es dann halt auch so, dass auch nach 20 Spieltag oder nach 18 Spieltag das Ganze wurscht ist, weil es kein Du, solange du nicht Luzern, Thun und Aarau und Rappi heisst, und ich weiß nicht, ob Aarau da überhaupt mit in die Rechnung kommt. Also solange du nicht Luzern, Thun und Rappi heisst, geht deine Saison im März los. Ja. Ja, aber Zürich, wie gesagt, die Neuzugänge sind interessant. Ich habe zwar schon von Leuten gehört, dass sie alle schlecht sind. Sie kann sich nicht bewegen, die eine kann das nicht. Ich habe schon alles gehört, aber werden wir dann sehen, wer wirklich nichts kann und wer wirklich etwas kann. Sie hatten noch Pech gehabt, dass mit ihren neuen Stürmerin erst jetzt hat dürfen gehen, also können anfangen, schon noch verletzt gesehen. Das ist sicher interessant. Jetzt haben sie wirklich wieder eine Mittelstürmerin, was ihnen eigentlich den ganzen Sommer gefällt hat. Ja. Und ja, nachher ist es dann interessant zu schauen, wie lange das 3-4-3 kann leben oder 3-5-2 oder je nachdem, wie sie es machen. Auch das gegen schlechte Gegner klappt das sicher. Wenn du aber Gegner hast, die wissen, wie man den Raum verteidigt und du hast keine Präsenz im Strafraum, so kann man dich eigentlich relativ gut zumachen. Ich würde nur sagen, ich glaube, dass, also außerdem, es gibt noch eine zweite Stufe von dem ganzen Spielplan. Ja, das werden wir ja dann sehen, Mann. Man muss natürlich schnell sagen, dass 3-4-3, so wie sie spielen mit 3 falschen 9 so fast. Oder mit den 3 Frauen, mit dem 3 Zack dort vorne. Wo dann Shani einfach vor oder hinter geht, wie sie gerade Lust hat, um das Dreieck invertieren. Oder? Das ist natürlich ein super Spiel, wie es zum Dreierkette von Basel kaputt machen. Weil die Dreierkette von Basel hat ja schon gegen Aarau nicht mehr bestanden. Nein. Weil sie halt einfach völlig inkonsistente Dreierkette ist. Obwohl jeder Name in dieser Dreierkette mega stark ist, funktioniert sie nicht. Aber das hat mehrere Gründe. Und das ist, glaube ich, aber auch. Look, ich will nichts sagen, aber ich sage jetzt etwas. Du baust eine Dreierkette mit Spielerinnen, die allesamt nicht in der Verteidigerinnen sind. Und dann laufst halt einfach rein. Weil Sabina Jackson ist keine Innenverteidigerin. Olivia Wasch ist auch nicht ursprünglich eine Innenverteidigerin. Ich habe das Spiel, aber ist es eigentlich nicht. Und Antonia Bass auch nicht. Und dann stehst du vor ihnen die Kumba so einer, der eigentlich kein Sechser ist. Und dann hast du dort einfach ein Chaos vorprogrammiert. Gerade bei einem Goalie wie Dana Klink, die nicht dominiert. Sie dominiert die Abwehr nicht. Und das hat mir ein gutes Gefühl. Also habe ich auch, wenn ich das Match schaue. Ja, also es funktioniert defensiv sicher noch nicht so, wie es sollte. Und ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt der Plan ist, mit diesen drei dort hinten, ob das so... Ja, wer sonst? Ja. Anna Ursum hat mir geschickt, Diana Wojtikova ist jetzt halt verletzt, ist noch nicht da. Andela Krstić hat jetzt wieder angefangen oder ist jetzt gekommen, aber hat für mich auch nicht ausgesehen wie eine Innenverteidigungschefin. Auch in diesem Match gegen Audax, und das ist jetzt wirklich ein Gegner, wo schnell jemand kann zum Chef werden, finde ich. Ja. Also wer soll es denn sonst machen? Das ist eine gute Frage. Ja. Gloria Adigo hat ja scheinbar ihren Platz verloren, weil sie Anfang der Saison nicht später in der Pause ausgewechselt worden ist gegen Audax. Also. Ja, schwierig. Aber ich glaube, da hinten muss man noch nachbessern, muss man irgendwie noch eine Lösung finden, dass es besser verhebt. Ja. Und ja, ich bin mega gespannt auf das Spiel gegen Zürich. Ich auch. Wo ich bin jetzt ohne Pubel rauskommen muss. Oh, aber das haben wir ja schon gewusst, das ist auch. So etwas Abseits-Fans wissen seit 6 Wochen, dass sie bei West Ham ist. Und jetzt erst haben alle anderen nachgezogen. Jetzt nachgezogen. Weil sie Abseits nicht traut werden. Fabrizio Romano hat jetzt alle nachgedruckt, ja. Nicht? Müsstest du vielleicht aber Here we go! Here we go sagen, dann hättest du es. Zurich midfielder, Serena Piubel is changing from Zurich to West Ham United.
in London, Londra. Sarà una più bella. Will it have the number 77? They will not communicate what how much money they paid. Eh? The amount will be stay in secret. Was glaubst du, was haben sie zahlt? Ich kann es eben voll, wie ist es, was zahlen? 22.000. Das ist aber die Frage. Ich habe mal gehört, also das ist alles nur Werweisen. Ich habe mal gehört, dass ein anderer Transfer nicht möglich war, weil Zürich auf 25.000 bestanden hat, glaube ich. Ablösesumme. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist alles nur höhere Sagen. Aber wenn du bedenkst, Talaya Pilgrim, mehr oder weniger, so wie man gehört, für 35.000, 40.000. Leila Egli für knapp 20.000. Dann ist Pubel dazwischen schon sinnvoll. Wenn du bedenkst, wie viele Match Pubel gespielt hat, gerade auch im Nationalteam. Ich sage nach wie vor, sie geht ein Jahr zu spät. Sie hat unbedingt nach ihrer Traumsaison müssen gehen. Ja, aber das hat sie ja im Sarah Akanji Podcast, jetzt reden wir schon das zweite Mal darüber. Aber der Band Friedli wird eingeladen und ich nicht. Nur ein Witz. Ladet Andi. Du bist ein Winterthur-Sympathisant. Kann ich das mal sagen? Ja, ist das warm? Eileen ist mega Fan. Ja. Ich glaube, ich mich. Adrian Krisel ist. Go Blue Stars gegen Dings schauen. Blue Stars gegen St. Gallen. Wahrscheinlich wird Katharina Risch gespielt hat. Und sonst? Ja, ich weiß nicht. Hat Blue Stars Auspark. Ja, besser. Lichtensteiner rein gehabt, ich weiß es nicht. Frage. Das ist der Katharina Frage. Risch, Fiona Battliner ist ja verletzt. Und Jara Ackermann hat bei IBE gespielt, nicht bei St. Gallen. Ja, würde schon Sinn machen, ja. Vinti, Blue, ja, ja, macht Sinn. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, im Podcast hat jetzt Rainer Pübel dort gesagt, sie hat vielleicht noch ein bisschen Piep in der Hose gehabt und sich noch nicht traut. Und das ist halt vielleicht dann eben genau das Jahr, wo man zu lang zu Zürich geblieben ist. Sie ist in der Leistung, aber das Team ist in der Leistung, aber und im Endeffekt hat man die Spielerin, die fit nach einer Top-Saison, Top-Champions League, Top-eigene Saison, WM-Nomination, wie der WM gespielt, hat sie dann vielleicht zu einem guten Preis können verkaufen, der für alle Sinn gemacht hat, hat sie ja vielleicht auch mehr Angebot gehabt, als sie jetzt den Sommer bekommen hat. Vielleicht ist das auch ein Grund gewesen, warum sie 2-3 Monate lang einfach verschwunden ist. Und dann plötzlich bei West Ham, nachdem ich das natürlich schon kommuniziert habe, aber bei West Ham dann nicht mitgegangen ist oder einmal nicht kommuniziert wurde, ist auf dieser Australien-Tour. West Ham war schon fast am Ort in Australien gewesen. Da war sie nicht dabei gewesen und jetzt erst bekannt worden ist. Jetzt ist die Frage, kann sie sich in Australien durchsetzen? In England durchsetzen. Das ist eine von 4 Schweizerinnen auf der Insel mittlerweile. Ja, es ist ein Begehrtesprodukt, der Schweizer Fußballerin. Jein, sonst hätten wir mehr dort. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Sabina Jackson. Also, Maus hat sicher Gründe, aber Sabina Jackson bei Basel ist und nicht in England auch. Du. Ich weiß nicht, ob sie schlecht beraten war, ob Basel eher mit so viel Magenbrot gewunken hat, wie du noch kannst essen. Oder so viel Pharmaindustrie, wie es noch gibt. Aber warum Sabina Jackson, wenn sie hätte wollen, bei GC, nicht versucht, nach England zu gehen? Sie mit Erfahrung, sie mit einem englischen Pass, wo ja England sucht, verzweifelt nach Spielerinnen mit Erfahrung und englischen Pass. Warum sie dort nicht einfach, weißt du, ich meine, ist es so ein grosser Unterschied bei Basel zu spielen oder bei Bristol City? Ich hoffe es. Ja, ich hoffe schon noch ein bisschen. Nicht. Also Bristol ist besser ausgerüstet. Und du bist ein Profi. Ich weiß nicht, ist Bristol mittlerweile in der zweiten oder der ersten Liga? Bristol ist oben. Aber, oder? Und du sagst, du hoffst, dass es ein Unterschied ist, zu Basel spielen? Ja, schon. Und dass Basel besser ist als Bristol? Ja, also. Nein, Andi! Basel wird viert am Schluss von der Saison. Wahrscheinlich. Ah, das ist deine Prognose, ja. Ja, ja, aber. Ja, gut, du hast das letzte Mal schon gemeint, sie werden meistens nicht geholt.
Look. Wieder, ich habe keine Ahnung von den Hintergründen. Ich weiß nur. Bristol, es gibt ja. Die FA, WSL ist ja nicht nur die Top 4 Vereine, wo. Nein, nein. Wo die Lieder. Das ist mittlerweile sehr ausgeglichen, sehr starkes Niveau. Und auf einem von denen hat sie doch als breite Spielerin, als Kaderspielerin, wahrscheinlich hat sie sogar noch ein Match gehabt. Mit ihrer Qualität hat sie doch irgendwo den Platz finden. Mit ihrem britischen Pass. Jetzt hat sie sich entschieden, zu Basel zu gehen. Das ist ihr viertes Team in der Women's Super League. In nur einem, also nein, in zwei Besitz, hat sie glänzt. In einem hat sie richtig glänzt, hat den Titel geholt. In einem anderen hat sie einfach gut ausgesehen. Sie hat eine gute Saisons gehabt. Ist dann umgeschoben worden, damit andere Platz haben in den Positionen. Und ist jetzt mit einem anderen Team, wo sie auch eine Position spielt, wo nicht unbedingt ihre ist. Aber ist okay, sie spielt jetzt dort. Aber sie hat jetzt die ersten drei Matches gespielt und wer weiß, was im Winter ist. Ja. Warum hat sie nicht probiert? Also weißt du, wenn du wirklich auf Fußball willst, setzt. Aber eben, ich kenne die Hintergründe alle nicht. Ich sage nur, für mich komisch. Ja, werfe ich mal eine Option auf England. Aber eben, für das ich denke, eine gute Saison wie Basel würde auch viel helfen, um nachher einfach auch das Selbstvertrauen hat, zu nicht hinzugehen. Ja. Aber vielleicht wirst du bei Basel auch nicht auf einem höheren Rang sein als mit GC vor zwei Jahren. GC ist ja dritt geworden. Also. Aber, look, nein, sicher, ja. Saison bei Basel hat er einmal sicher, bringt er jetzt bei, ein bisschen professioneller zu arbeiten. Genau. Aber auch die Zeit läuft davon. Und Sabina Jackson war 19 im 2018, das heisst, mittlerweile ist er etwa 24. Dann gehst du bis 25 und dann geht es aber schon. Und das ist eben das, was so viele nicht verstehen. Im Fall des Ausland wartet nicht mehr so lange auf dich, Schweizerin. Weil die nächste Generation von Fußballerinnen im Ausland sind alle. Schon da. Ja, und die sind alle auf einem sehr hohen Level. Ja, viel besser ausbildet natürlich. Ja. Ja, ist ja so. Das wird von Jahr zu Jahr wieder. Schau dir das an, was bei Benfica. Benfica hat so viele Spielerinnen abgegeben diesen Sommer. Und jetzt extrem viele Junge hier nachgenommen. Schau mal auf dem Level, wo die schon sind, die Jungen. Das ist krass. Eben ganz anders ausbilden. Auch in Spanien, ja. Also ganz anders ausbilden als da. Schon viel früher ausgebildet, schon viel früher bereit gemacht. Und hat auch auf anderem Niveau ausgebildet. Und von Leuten, auf anderem Niveau ausbilden, absolut. Von Fußball viel verstehen und nicht nur von Dings, Leistungsmessungen und wer ist schnell. Ja. Jetzt hat die Schweizer Nazi von den Herren hat gejammert. Warum haben wir keinen Stürmer mehr bebildet? Was ist der Grund? Hä? Kein Stürmer? Es gibt keinen Stürmer? Wo sind die Stürmer? Da sind ja, habt ihr schon mal euren Jugendfußball angeschaut? Die letzten 15 Jahre. Geht nur noch um Geschwindigkeit. Wer ist schnell? Sehr schnell, 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 schnell. Oh, der ist schnell. Und dann, ja, dann willst du keinen Stürmer aus. Die Stürmer sind halt nicht immer die Schnellsten, nicht immer die, die am meisten verteidigen. Aber eben. Zu meinem Berufskollegen von der BBC zu zitieren, was damals um den Waldweg Horst gegangen ist. Ja, ich auch nie. Ich habe in meinen ganzen Jahren im Fußball ist das erste Mal, wo ich höre, dass man einen Stürmer für seine Defensivqualitäten holt. Aber eben. Gehört mittlerweile auch dazu. Ja, gehört aber auch nicht immer und nicht überall. Aber egal. Brasilien hat ja auch jetzt. Sind sie auch mal jemand, der schon gar Bonito ist gestorben. Das stimmt auch. Das stimmt natürlich, ja. Ist ja schon der Neymar ist nicht wirklich schon gar Bonito gewesen, aber der Neymar ist das letzte Überbleibsel dafür gewesen, aber der Neymar wird nie mehr shooten, glaubst du. Das sieht nicht gut aus, ja. Ja, nee, das ist ja gemerkt. Aber es lange dem ja finanziell, glaube ich. Ja, und weißt du, der Gang nach Arabien ist schon so gewesen, ja, also, da muss jetzt. Ich meine, und er hat sich dort ja gerade schlimm verletzt. Das ist wirklich eine schlimme Verletzung. Kreuzbandriss, ja. Ja, und alles ist kaputt dort drinnen, oder? Aber eben. Wir sind echt beim FC Zürich gesehen. Dann sind wir zum FC Basel und dann haben wir über Rainer Pübel und Sabina Jackson geredet. Gleicher Jahrgang übrigens, glaub's. Und ja. Interessanter Wechsel. Ich bin sehr gespannt, drücken, dass Rainer Pübel alle Däumen, die ich habe. Weil eine gute Schweizerin im Ausland macht Freude. Ja. Ist auch für die Nazi wichtig. Ja. Oder wäre für die Nazi wichtig? Basel haben wir auch schon angeschnitten. Basel ist noch nicht das so das Wahre. Sie haben sich noch nicht so eingependelt. Was eigentlich lustig ist, jetzt haben sie ein Jahr mehr. Jetzt hat man gedacht, ja. Okay, jetzt greift das Ganze noch ein bisschen mehr.
was letztes Jahr schon so gut, also schon gut ausgesehen hat, könnte jetzt gut. Diese Saison noch ein bisschen besser. Ich muss sagen, Kim Kulig hat ja viel verworfen, gell? Weil jetzt hat sie die Dreierkette etabliert. Ja, eben, ja, darum sage ich es. Also würdest du denken, es hat mehr Zeit, also, jetzt, also ist es jetzt eingespielt, aber wenn es natürlich noch quasi vorne reset ist. Sie riskiert viel, indem sie andere Leute aufstellt, mit Marion Rey über rechts dort. Ja, Marion Rey kann sicher in die Rolle hineinwachsen, aber das ist eine spezielle Rolle jetzt wieder für sie. Wieder so, gerade jemand, der aus einer Viererkette kommt, eigentlich größtenteils. Obwohl bei Zürich, muss man sagen, ist auch nicht immer eine Viererkette gewesen, aber was Jacqueline Dünker gespielt hat hinten, ist auch immer speziell gewesen. Und Zürich ist halt nicht so gepresst worden, wie Basel jetzt gepresst wird, weil sie aber dort die Fehler machen. Antonia Bass funktioniert sicher besser, wenn sie tief gehen kann. Ja. Also muss dort unbedingt jemand anders in die Dreierkette. Nochmal Olivia Wasch und Sabina Jackson sind dort einfach auch nicht routiniert. Dana Klink bringt nicht die Sicherheit und Kontrolle, die es braucht hinten dran. Also müssen sie dort nachher schauen, was sie machen. Dann hast du Kumba So, der einfach auch wirklich nicht gemacht ist zum Sechserspiel. Sie spielt Sechser, weil sie muss, weil es halt die Position ist, die sie hat. Aber Kumba So ist gemacht für offensiven Fußball. Ist vielleicht einfach nicht genug ausdauernd. Aber auch die Ausreden nehme ich nicht gerne, aber Kumba So möchte auch länger, wenn sie anders das Ganze reingeht. Wahrscheinlich wieder Shaqiri. Das ist nur eine Frage vom Trainieren und vom Reingehen. Von der Einstellung. Dann hast du die Mai Hirata, die wächst in das Spiel rein, wo echt schön ist, wo gute Fußballerin ist. Du hast Leonie Köster, die der Hammer ist, wenn sie wach ist und auf Kurs. Aber dort fehlt irgendwie noch das Arbeitspferd in der Mitte. Aber wenn es die Mai Hirata versucht, sie muss irgendjemand sein, der vielleicht ein bisschen mehr Souveränität und Ballsicherheit hat. Zum Beispiel eine Leni Marco wäre interessant gesehen in der Position. Ich weiß nicht, ob das Lia Kamber die Lösung ist, wenn man sie im Winter schon holen würde. Aber wahrscheinlich auch noch nicht. Stand jetzt nicht. Und dann hast du den Angriff mit Gendresa Krasnici, wo egal ob sie als Zehner oder als Flügel spielt, einfach sehr wirbelig ist. Sehr der Unterschied macht, weil sie jedem 1 gegen 1 gewöhnt und jedem mit dem Antritt, und dann hat sie noch einen guten Schuss und eine gute Flanke. Und dann muss halt Basel dann irgendwann entscheiden, wie gestalten wir unseren Angriff. Nikolic und Rudelic, sollen wir sie immer noch so variabel einsetzen? Brauchen wir zwei fixe Sturmspitzen? Warum hat Melissa Ogochukwu keinen Platz in diesem Sturm? Und was ist eigentlich mit der Tiara Buser? Und wenn irgendeiner vielleicht Doreli Schilak zurückkommen wird, was sie aber auch damit rechnen, dass das sicher jetzt bis etwa im November nicht wird passieren. Ist das so? Sie wirkt nicht wie jemand, der auf dem Absprung ist, um wieder anfangen zu shooten. Okay. Hart. Aber vielleicht irre ich mich. Und sie spielt morgen. Aber ich glaube es weniger. Oder wo haben Ciara Buser und Torelli Schilak Platz in diesem Team? Und dann, ja, musst du schauen. Und eben vielleicht brauchst du noch eine Abwehrchefin. Also das braucht definitiv, ja. Ob Olivia Wosch in die Rolle reinwachsen, ob Gloria Digo könntest du in die Rolle reinwachsen. Das glaube ich, von der Statur her, vom Willen her vielleicht auch zu lernen, wäre das vielleicht etwas, obwohl Diana Wojtkova ist ja eigentlich die Abwehrchefin. Bei Diana Wojtkova ist die Frage, sind die Jahre nicht langsam am Vorbeiziehen? Aber ja, müssen wir dann sehen. Und eben Basel hat ein grosses Manko, das habe ich schon gesagt. Sage ich immer. Leadership. Ja. Du machst dich darüber lustig, aber habe ich nicht recht. Ich glaube nicht, dass die ganze Liga fehlendem Leadership leidet und entsprechend. Ein grosser Teil. St. Gallen zum Beispiel weniger. St. Gallen hat sehr viel Leadership. Ich glaube, es liegt an vielem anderen und ich glaube, das sieht man halt auch, eben wie zum Spiel gegen Aarau. Da hast du einfach Mühe und sobald du ein bisschen gepresst wirst, verlierst du Bälle, die völlig unnötig und sind. Wie ich hörst glaube, du nicht, dass auf mit denn verlieren? Mit Leadership. Dann macht der Pass nicht besser. Mal, mit Leadership schaust du auch ein bisschen mehr und nimmst das Ganze ein bisschen ernster. Das ist schon meine Meinung, aber ja. Leadership ist nicht alles, aber es ist viel. Ja, ja, ist wichtig. Gerade im Frauenfußball. Das ist keine Frage, es ist wichtig, aber... Fabienne Humm ist nicht die talentierteste Fußballerin, die ich je gesehen habe. Aber Fabienne Humm ist eine der komplettesten Fußballerinnen gesehen, weil sie Leadership hatte. Weil sie vorangegangen ist, weil sie mittelmäßige Spielerinnen hat besser ausgesehen, weil sie verdammt nochmal gezwungen hat, all ihre
X's zu kreuzen und all ihre Is zu bepunkten, wie man auf Englisch würde sagen. Und darum, Leadership ist ein wichtiger Teil des Fußballs. Ist letzte Saison auch nicht mehr geklappt, hat auch nicht mehr geklappt. Ja, weil sie eben gerade das Leadership-Problem hatten innerhalb des Teams und mit dem Staff und alles zusammen. Und das weiss man ja eigentlich. Ich glaube, Leadership allein erklärt es. Allein nicht, aber würde helfen, gerade im Fall von Basel. Talent ist rum, Qualität war rum, aber Leadership wird halt einfach dafür sorgen, dass jeder am richtigen Platz steht. Das ist wie die Schweizer Nationalmannschaft von den Herren. Sobald der Granit Xhaka rum ist, wird dann geschaut, dass die Leute richtig stehen. Aber eben. Das ist der FC Basel, der jetzt gegen Zürich spielt. Und mal schauen, was dort passiert. Ja, ich bin gespannt. Ja. Das wird jetzt ein richtiger Gradmess für Zürich. Um mal zu sehen, wo steht man eigentlich wirklich, wenn man so, wenn ein Hochkaräter kommt. Und ja, ich bin gespannt. IB kommt eigentlich aus einer schwierigen Anfangsphase raus. Und dann, ich glaube, dass das Spiel gegen Ostermundigen sicher nicht nur Freude gebracht hat, sondern noch mehr ein bisschen Zweifel. IB hat einfach extrem versäumt, einen Ersatz für Caroline Kraftschick zu holen. Was ich nicht mache, ist, IB zu kritisieren für ihre Maus, Stockwitz schon für ihre Transfertätigkeit. Weil IB hat versucht, auf allen Positionen, wo sie Probleme hatten, außer der Caroline Kraftschick-Position, Leute zu holen, um das zu adressieren. Sie haben einfach extrem Pech gehabt mit den Entscheidungen bislang, weil Natalia Piatek ist ja dann gleich schnell und relativ schnell weg und auf Polen zurück. Tamara Biedermann muss wachsen zuerst noch in die Position rein und Jara Ackermann muss jetzt halt einfach auch wieder übernehmen und Nummer 1 sein. Und auch dort muss sie auch persönlich noch wachsen. Aber sie sind jetzt wieder am gleichen Ort wie vorher. Verteidigung, sie haben die Köpfe, die Innenverteidigerin geholt, gebraucht, haben aber keine geholt. Und eine mit Kopfhelm geholt, wo wahrscheinlich dann nicht so viel Kopfball macht. Eigentlich, theoretisch, gewünscht Leadership, gewünscht eine weitere Person dort, die Erfahrung kommt. Aber sie ist immer noch eine junge Spielerin und auch sie bringt Mängel mit. Du hast mit der Nicole Thieler und der Thais Hurni zwei Leute zurückgeholt, wo es immer schön ist, Comebacks zu haben, aber beide vielleicht noch nicht auf dem Level sind oder nicht mehr auf dem Level sind, um für die Young Boys zu spielen. Jetzt schon. Also man hat es probiert, aber hat dann auch gleich keine Lösung geholt. Ja. In der Mitte hättest du mit der Jana Koller klar jemanden gehabt, der hat können, ein bisschen in die Kraftschick-Rolle schlüpfen, und leider reißt sie sich das Kreuzband in dem ersten Vorbereitungsspiel und darum ist sie nicht um und dann musst du reagieren. Noah Scherz war ein guter Transfer gewesen. Aber Noah Scherz allein gelangt nicht. Vor allem habe ich ja schon letzte Saison gesagt, dass es nicht nur jemand braucht für die Kraftschick-Position, wenn man sie verliert, sondern einen muskulösen Sechser. Und das hat die Young Boys nicht geholt. Die Young Boys haben jetzt zwei Sechser plus Thais Hurni, die angeblich auch auf dieser Position so können spielen können. Was sie kann, aber sicher nicht auf dem Level, das die Young Boys brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Athena Kühn und oder ihre Remy und Noeline Münger müssen halt einfach noch mehr extra Zeit nehmen, um die Rolle zu erfüllen. Stefanie Weber muss jetzt noch mehr arbeiten oder mehr arbeiten, wenn Kraftschick nicht da ist. Wenn Scherz da ist, müssen sie sich dann aber eingliedern, wer macht den Kreativpart und wer macht die Arbeit. Mal schauen, wie sich noch ein Scherz eingliedert. Und dann hast du den Sturm, wo eben Josten kommt noch dazu und du hast Carp, der echt einen guten Lauf sollte haben. Aber du hast halt auch drei, die müssen gesetzt sein vom Talent her. Aber auch dort, bei aller Liebe, die man für sie hat und was sie alle bringen, die Mann Böne ist noch nicht. Die Mann Böne von Andy von dieser Saison, die sie an die WM hat zählen, ist sie noch nicht. Nein, sie kommt vielleicht wieder. Ja, und auch ein bisschen Mut auch und auch, dass so gespielt wird. Und Courtney Strode sieht immer noch keine Flanken, die keine kommen. Und da ist das Problem, Nomi Lüe schaltet. Wieder keine Flanken mehr. Ja, wieder keine Flanken, kurze Zeit sind sie gekommen. Ja. Nomi Lüe schaltet für 30 Minuten jeweils den Turbo und dann ist sie super. Aber das Spiel geht länger als 30 Minuten. Ja, eben, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich bin bei IB so ein bisschen zwiegespalten.
Ich glaube, du siehst klar, dass es, eben, wie du sagst, Kraftschick einfach extrem fehlt. Aber ich glaube auch, dass sie noch viel mehr können, als das, was sie jetzt gezeigt haben. Ich habe jetzt seit einem Jahr immer wieder Benny, Louis und Strode gesehen zusammen. Ich habe es jetzt gesehen und man merkt einfach, dass es noch nicht funktioniert. Dass vor allem Benny halt noch nicht den Mut hat, auch wieder, also ich weiß nicht, ob das im Hinterkopf noch ein bisschen ist, die Verletzung, die sie hatte, obwohl es sollte oder dürfte oder müsste ja nicht unbedingt sein. Mhm. Hast du doch lange Auszeit genommen, hast du wirklich können das Ganze richtig erholen? Also ist nicht so, dass ich nach 6 Monaten gesagt habe, ich mache es jetzt wieder. Nein, 14 Monate, das muss genug sein. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich, ja, also genau, gegen Rappi, ich meine, klar, eben Louis zweimal innerhalb von 3 Minuten und dann ist das Spiel halt eher mal schnell entschieden. Sonst, ja. Ja, ich glaube, die Young Boys müssen da einfach ihre Situation auf die Aussen und Innenachsen klären und die sind nicht geklärt. Zum Beispiel, warum die Laura Frey zwischen Positionen pendelt und dann sogar auf der Bank hockt, macht für mich keinen Sinn. Bei aller Liebe für die Wiebke Meister und von Anna Oliveira Leite, beide sind nicht so gut wie die Laura Frey, aber was die Fitness anbelangt. Ja. Und dann müssen wir halt einfach sagen, eine da muss halt nicht spielen. Und mir ist egal, welche eigentlich sogar, um ehrlich zu sein. Tendiere jetzt halt leider für meine Landesgenossin, für Anna Oliveira Leite. Ich habe das Gefühl, dort ist Laura Frey auf der einen Seite und Wiebke Meister auf der anderen, wäre wahrscheinlich die bessere Lösung, die souveräne Lösung. Dann musst du halt in der Mitte definieren, wie du spielen willst. Leana Zaug, Julia Schlupp und Viel Durma. Und dort eine gute Lösung finden. Und dann musst du in dieser Mitte halt auch die Rolle schön verteilen. Es muss funktionieren, dass jemand die defensive Arbeit macht und Noah Scherz und Stefanie Weber zusammen funktionieren. Ja. Und wenn sie nicht zusammen funktioniert, müssen wir uns die Frage stellen, welche ist die dem Team mehr geben kann. Und dann muss jemand anders sein. Und dann kannst du halt invertieren, dann spielst du halt Doppel-6, wenn eine von den 6erinnen nicht reicht. Und dann musst du halt so spielen. Und dann im Sturm musst du halt einfach wegschauen. Courtney Strode braucht Ball. Wenn sie keinen Ball bekommt, kann sie sie holen, aber dann ist sie nicht dort, um das Goal zu machen. Ja. Und dann muss halt jemand haben, der auftaucht zum Goal machen, das ist am ehesten Stefanie Weber. Aber wenn Stefanie Weber am Team das nicht gibt, was sie braucht in der Mitte, wo die Kraftschick gegeben hat, die ganze Bewegung, das ganze Laufen mit dem Ball, dann verhebt es nicht. Und bis jetzt die anderen Lösungen auch nicht verhebt. Noah Scherz hat eine Halbzeit lang kurz gezeigt, wie es aussehen könnte. Aber dann ist sie auch wieder nicht mehr eingesetzt worden. Also, ja. Timke Wübenhorst muss schauen, was sie macht. Und dann ist halt die Frage, wie lange ist Timke Wübenhorst noch an der Seitenlinie? Und was ist der Plan? Für die, die es nicht wissen, Timke Wübenhorst ist schwanger. Tendenziell sollte es länger, dass sie bis Ende Vorrunde trainieren kann. Aber das weiß man nie bei einer Schwangerschaft. Gell? Ja. Und Trainer ist jetzt nicht der einfachste Job, was Stress anbelangt. War nicht ruhig, genau, ja. Und die Bälle fliegen auch noch rum, ist auch nicht so super sicher, was das anbelangt. Und dann, wer übernimmt? Wahrscheinlich der Rolf Kirchhofer dann für die Zwischenzeit. Ach so. Dementsprechend, dass er neu auch als Trainer gemeldet ist, hatte ich das schon gedacht, ja. Aber ich weiß es nicht, gell? Und wenn dann ist die Frage, wird dann sich etwas ändern? Was ist der Plan von Imke Wübenhorst? Sie ist sicher nicht zufrieden mit der Kaderaufstellung. Ich muss mich auch fragen, warum man Thais Pettersson nicht behalten hat. Weil ich glaube, Thais Pettersson hat sehr viele Anhaltspunkte, Ansatzpunkte, die gezeigt hätten, dass sie innerhalb von einem IB zum Beispiel hätte können wachsen. Und jetzt, wer sich natürlich freut, ist Schiver da, ja, was sie jetzt bekommen hat. Und Joyce Borini hätte ich mir als IB natürlich auch angeschaut. Aber ja. Ist nicht. Das ist ja gar nicht erst. Ich glaube, Joyce Borini ist irgendwo zum Probetraining gegangen. Und Thais Pettersson hat mir ja dann wieder geschickt. Es gibt ja immer Gründe, warum man so etwas macht. Ja.
ein Linksfuß in dem Mittelfeld hat, aber vielleicht nicht gut tun. Ja, es muss halt schon auch matchen, gell? Ich meine, eben, ich habe die Trainings nicht gesehen, logischerweise. Ja, ja. Kommt halt immer darauf an, wie es auch... Aber wir wissen es nicht. Eben, ja. Genau. Und eben, Strode, Bonnet, Louis, vielleicht muss man auch mal challengen, wer auf welcher Seite spielt, gell? Vielleicht müssen beide nicht diagonal gehen, vielleicht müssen sie auch von Flanken. Das muss man ausprobieren. Und vielleicht ist halt einfach... Louis und Bonnet haben immer in einem Doppelsturm gespielt in der Jugend zusammen. Vielleicht beide als Flügel geht nicht. Es muss zwar gehen, weil das ist ja das Gerard Lampard Problem gesehen, wo nicht funktioniert. Die Behauptung, dass die zusammen nicht kann spielen. Also Louis Bonnet muss funktionieren. Ja. Louis Bonnet Strode sowieso. Das muss einfach in dem Fall ein bisschen gültiger sein und vielleicht muss die Hintermannschaft dann so sicher sein, dass es dann geht. Ja, sie müssen sich einfach einspielen, das Gefühl. Und eben Benny muss natürlich ganz klar wieder den Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein bekommen, was ich gehabt vor der Verletzung. Da merke ich schon, dass es noch bei weitem nicht dort ist. Ja, und Lara Frey muss dann vielleicht halt wirklich Stammspielerin werden, wieder in der Verteidigung. Ja, das ist keine Frage meiner Meinung nach. Ja. Ja. Das sind also die Young Boys. Und sind wir gespannt, wie sie sich gegen Aarau stellen. Aarau gewinnt im Cup, Aarau ist Aarau. Mal schauen, was passiert. Haha, fertig. Aarau ist abgehakt. Ja, was willst du dort gross besprechen? Ich finde zum Beispiel, sie probieren etwas mit der Celia Hofer als Innenverteidigerin. Ich weiß nicht, ob das lang verhält. Bis jetzt ist es ja... Ja, es ist... Ja, ja, es könnte schlimmer sein, aber es ist auch nicht... Stierli und Cortello sind wahrscheinlich immer noch die bessere Wahl. Und du hast Funde, die nachher kommen, Flückiger und so. Leute, die vielleicht auch mitreden können. Das sage ich nur das. Eben, sie probieren das. Vanessa Hotti scheint sich sehr gut einzufügen in Aarau. Ja. Jetzt muss dort mit Julia Pfannschmidt geschaut werden, dass die sie gut ergänzt. Und wenn du ein gutes Mittelfeld hast mit Pfannschmidt und Hotti, und dann musst du noch irgendjemand um sie herum, bis jetzt ist es Rein Schmidt, mal schauen, wer sonst es kann sein. Wenn jemand noch um sie herum, dann hast du vielleicht wirklich ein sehr starkes Mittelfeld, überdurchschnittliches Mittelfeld, das helfen kann, zu challengen. Mit Asgeirs Dottir als Außenverteidigerin, mit Manka als Stürmerin hast du klare Verstärkung. Du hast dann Ida Mujela, die auf einem sehr, sehr interessanten Weg ist. Und dann kann es für Aarau interessant werden. Und vielleicht, wenn sie alles richtig spielen, ihre Karte richtig spielen, ein bisschen Glück haben, kann Aarau vielleicht schon im Winter sagen, wir sind nicht Teil des Abstiegskampf. Jetzt haben sie 4 Punkte. 4 oder 5, ja. Luzern und Aarau, Luzern und Thun 0. Jetzt wieder rausgerührt, ja. Warte schnell. Ja, 4. Rappi 3 und Aarau 4, hä? Aarau hat 4 Punkte, genau. Ja. Gleich viel wie die Young Boys und sie spielen jetzt gegen die Young Boys. Genau. Du, schau, am Schluss eben schlönt Basel, von dem her ist IB sicher gewarnt. Ich finde, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, eben, ich finde Transfers, die sie gemacht haben, Aarau, finde ich top. Finde ich sehr, sehr gut für ihr Niveau. Mhm. Ich bin auch mega Fan von Vanessa Hotti bei Aarau. Ich glaube, das matcht sehr gut. Sie haben viel Arbeit schon gemacht. Was Punkte angeht oder was die Hälfte von dem, was letzte Saison kam. Eben darum, also sie haben nicht wirklich sehr gut vorgelegt. Vor allem gegen Basel, das sind wirklich 3 Top-Punkte. Mega wichtig. Und jetzt kommen die Partien, die für sie eigentlich Punkte sollten bringen, die kommen erst. Ja, also es läuft bis jetzt, glaube ich, schon einigermaßen nach Plan, würde ich sagen, für Aarau. Ja, Aarau macht das bislang gut. Gehen wir weiter zu Rappi. Rappi spielt, was sie können. Sie haben ja gegen Luzern gewonnen. Ich glaube, das Kader ist dann jetzt noch etwas zu dünn, um überhaupt mehr zu wollen. Aber ja, es ist natürlich umso dünn. Also durch die 2 Verletzungen jetzt, Jessica Scherer und Eleni Rittmann, das macht es natürlich nicht einfacher. Nichtsdestotrotz ist es eben auch wie gegen IB, auch gegen Zürich. Du stehst eigentlich kompakt, du stehst eigentlich gut. Hast du einfach immer so die Knackmomente, wo ein bisschen das Knick brechen. Ich glaube, physisch und psychologisch oder von der Konzentration her
mögen sie nicht 190 Minuten. Es ist halt auch schwierig. Ey, hey, natürlich. Schwierig, 90 Minuten so das zu heben und so wenig Spielanteil haben. Ja, genau. Natürlich. Und, so, und das so zu heben, ist schon schwierig. Ich glaube, auch da gilt, hey, es kommt Aarau, es kommt Luzern und es kommt Thun noch. Luzern hat teilweise schon drei Punkte. Ja. Es kommt Thun und es kommt Aarau noch. Und dort gilt es dort haben wir schon gespielt und noch nicht. Nein, gegen GC noch nicht gespielt. Nein, GC kommt jetzt diese Woche. Oder das Wochenende. GC gegen Rapisch jetzt, ja. Und gegen GC liegt auch etwas drin. Also probieren. Was Rappi einfach müsste und vielleicht kommt es dann Verlauf vom Winter, wenn Joel Meister zurückkommt und zwei, drei andere Spieler im Offensiv spielen. Weil Lenny Rittmann scheint jetzt auch nicht so schlimm zu sein, wie es am Anfang genau. Ausgesehen hat. Das ist auch sicher sehr positiv. Wenn Rappi muss einfach lernen, dass die Offensive die Defensive entlastet. Das heisst, ein paar Bälle müssen gehabt werden, hat auch mal vielleicht ein bisschen länger am Ball bleiben und dann mal Querpass und so und halt vielleicht noch mal das Goal suchen. Vielleicht halt wirklich versuchen, Ballstaffetten zu machen, damit die 6 Defensivspielerinnen nicht immer zu 100% im Zweikampf Season noch einen Moment haben, wo sie sich... Ruhe haben, ja. Genau. Das und so. Für das muss jetzt die Offensive vorab wachsen. Und nehme ich halt gerade einen Sina Spieser oder einen Nevia Stob ein in die Pflicht, wenn ich sage, oder einen Magdalena Kaufmann, wo ich sage, hey, ihr müsst jetzt in die Rollen hineinwachsen, wo er halt euch im Team das gibt, was es braucht, und so ein bisschen Entlastung. Hat ein paar Bälle mit aus. Ich weiß, es ist einfach gesagt, aber sie müssen versuchen, das so, weißt, auch mit dem Ziel vielleicht Ball einfach zu haben, zum Ball haben. Oder? Damit die anderen mal ausrücken können, sich wieder korrigieren und so. Weil im Moment... Ja, wir haben ein bisschen Verschnaufpause gegeben. Ja. Weil du bist jetzt momentan halt schon ein sehr grosser Teil des Spiels halt mit Defensivarbeit. Und musst dich immer nachrücken und nachjustieren, das ist anstrengend. Ja, und das verschleißt einfach mental brutal. Also weißt du, das zieht an der Substanz. Und es wäre halt schon wichtig, dass man jetzt mal noch eine längere Ballbesitzphase reinkriegt. Aber. Ja, mal schauen, in welche Richtung es für Rappi geht. Oder für sie wäre es wichtig, dann in diesem Direktspiel mit Teams, wo man kann punkten, die Punkte zahlen, dass man auch weg ist vom Abstiegskampf. Wer sicher nicht weggeht vom Abstiegskampf, das sind Luzern und Thun im Moment. Ja, Thun werden wahrscheinlich nicht dort hinten rauskommen. Und die Frage ist auch, an was das liegt. Aber wahrscheinlich sind eben die Ansprüche von der Women's Super League halt gleich, obwohl die Qualität nicht gestiegen ist insgesamt. Genug hoch, dass wenn du nur 2 bis 3 Mal in der Woche trainierst, dann nicht magst mithalten. Ja, Thun ist halt so ein bisschen das Gegenargument gegen deine Korrektur nach Abe, wo du den AWSL attestierst. Es zeigt, dass mit dem, es ist kein kleiner Aufwand, aber mit so viel weniger Aufwand als die anderen Teams, es vielleicht halt doch schwer ist zum Überleben. Es ist halt auch ein fehlender Mix, muss man natürlich sagen. Schau, Thun hat viele Leute, selbst die erfahrenen Spielerinnen sind das Überbleibsel aus der Zeit, wo es weniger gebraucht hat in der AWSL. Und jetzt hat Thun viele U19 Stars, die nie den grossen Sprung oder noch nicht den grossen Sprung in die Women's Super League geschafft haben. Und du merkst auch, dort ist die Schale gross. Und viele von diesen Spielern müssen jetzt erst noch die Gangart lehren vom Aktivfußball. Und es fehlt wie die Spielerinnen, die wirklich 5 Saisons schon gespielt haben, auf dem obersten Level und können mithalten. Weißt du, was ich meine? Du hast kleine Ausnahmen. Auch von IB sind halt nicht gleich qualitativ gleichstark wie letzte Saison zum Beispiel. Also Jana Koller, der sein Haus wird. Genau. Und du hast die Ausnahmen, du hast einen Mimosa Hamidi, der ja viel Erfahrung hat, aber halt auch dann menschlich jetzt meistens nicht die ist, die das Team reisst. Ich glaube, der kommt viel zusammen. Ja, kommt momentan sehr viel zusammen. Und die Frage ist, erstens, wächst das noch irgendwie so zusammen, dass es nachher schon in der Saison noch funktioniert? Und sonst ist dann die zweite Frage, langt es für die 2 Besten von der Nazi B? Wahrscheinlich dann eben der gleiche. Aber ja, ich meine, sie müssen sich zusammentun. Und was man auch muss sagen, klar, es ist kein Angriff an sie, aber Daria Willimann hat halt wirklich nicht gut ausgesehen in den letzten 2 Matchen, wo sie hoch aus verlieren. Und dann muss auch der Charles Reuter sich dann fragen, aber
den Goalie wieder austauscht. Dario Willemann ist ja schon die Antwort auf das schlechte Startmatch von der Janine Täuscher gewesen. Ja. Wenn du so unter Beschuss bist, dann ist es halt als Goalie schwierig, aber es sind halt schon ein paar Dinge drin, wo... Und sie sind gewachsen innerhalb von der vier Spieltage. Das sind sie auch, Thun. Es ist besser geworden. Gegen Basel haben sie sich nicht mehr so blöd angestellt, auch wenn Basel jetzt nicht unbedingt die grösste Gier nach Goal hatte. Ja, eben, gell, die Messlatte ist jetzt halt relativ tief, nach diesen doch eben sehr harten Niederlagen. Und dann ist natürlich das 0-3 daheim gegen Basel dann plötzlich nicht mehr so schlimm. Das ist so. Und Servette ist jetzt halt einfach nicht der richtige Gegner, um eine Reaktion zu zeigen, aber gleichzeitig der beste Gegner. Weil es ist wahrscheinlich ein Gegner, der sich echt nur nach Thun bewegt oder Thun empfängt mit der Idee von Rom im Kopf, oder? Ja, eben, gell, also wenn es so extreme Rotation gibt, wie du dir das vorstellst, ja, wieso so, dann nicht ja, irgendwie können vielleicht übertreibe ich, gell? Aber eine kleine Rotation wird sicher nochmal sein. In die Richtung, denke ich. Also ich sehe es schwierig, dass sie gegen Servet punktet, aber wenn nicht jetzt, wenn dann. Genau, einfach Gas. Muss man sagen, oder? Und dann die anderen, wo man halt einfach wirklich leid tut. Und es ist schade, aber Luzern ist halt einfach wirklich völlig unter dem Level geblieben. Gerade in den wichtigen Momenten. Und dementsprechend sind sie auch zu Recht unterst. Also zweitunterst in der Tabelle. Ich weiß nicht, wie viele Saisons wir noch vor der Saison da sitzen werden und sagen, hey, der Kader von Luzern gibt eigentlich einen 5., 4., ja, 4. haben wir jetzt nicht gesagt, aber... Nein, 5., 6. Rang. Gibt einen 5., 6. Rang her. Wenn wir es wirklich angehen. Und dann stehen wir nach 5 Spieltagen da und denken, es leckt an mir, haben wir gar keinen Plan, oder wo ist denn das und Problem? Das Letzte sich von Basel richtig abschießen. Und das ist inakzeptabel. Vor allem in einem Match, wo du 3-0 führen, bevor Basel das erste Goal schießt. Und nachher kassierst du 4 Goal in einer Halbzeit. No. Das geht nicht. Das ist inakzeptabel. Das ist nicht genug. Ich habe natürlich auch Kritik bekommen für unsere letzte Folge. Von wegen, ja, hast du gesehen, he? Sie hat jetzt nicht gespielt von Anfang an gegen Basel und dann haben sie gerade 4 Goal kassiert. Aha. Okay, ja. Aber ich bleibe dabei. Look, ich mag den David Edmundson extrem und wer mal an einem Luzern gegen irgendein Match gesehen hat, wenn ich gesehen habe, gesehen, wie ich mit dem David lang Worte tauschen und reden. Und der Sandro Waser ist ein guter Freund von mir, also es ist alles gut. Und gleich habe ich auch schon letzte Saison, obwohl ich ihn sehr mag, gesagt, David Edmundson muss vielleicht den Hut nehmen. Und jetzt bei aller Liebe sage ich immer noch, dass vielleicht David Edmundson den Hut muss nehmen. Aber ich unterstütze es nicht direkt. Wie zum Beispiel bei Rapi, dort habe ich viel mehr gefunden, dass der Trainer den Hut nehmen müsste. Beim David Edmundson unterstütze ich es nicht direkt, weil ich nicht genau weiß, ob es wirklich an ihm liegt. Das ist wie beim Nils Nielsen. Viele Leute haben auf Nils Nielsen rumgehackt. Und ich habe immer gesagt, ist es am Nils Nielsen seine Schuld? Schwierig. Und beim David Edmundson habe ich das gleiche, die gleiche Frage Zeichen. Dringt er nicht zur Mannschaft durch oder bringt die Mannschaft nicht auf den Platz, was sie müsste? Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich sage, er hat grosse Schuld. Zum Beispiel, ja. Ich weiss nicht, warum und was in ihm steckt und was für ein Flow ihm beißt. Warum Trilana Ülci keine Chance erhaltet über die Mitte. Immer im Flügel. Das macht keinen Sinn. Trilana Ülci müsste mal zentral spielen. Weiß aber gleichzeitig auch nicht, was seine Entscheidungen immer sind, kadertechnisch und aufstellungstechnisch. Boah, das ist... Aber eben... Schau, das Problem ist auch mit ist ja auch mit ihm gewesen, was gegen Zürich in der Vorbereitung so einen starken Match gemacht haben. Und? Also irgendwoher muss... Also nicht nur gegen Zürich. Und wieder 20 super Minuten gegen Basel. Am Anfang. Ja. Und am Schluss sind sie dann wieder ausgeglichen. Klar, Basel ist ausgeschossen gewesen. Aber 20 Top-Minuten, wo sie besser Mannschaft sind. Gegen Zürich mindestens eine halbe Stunde, wo sie das bessere Team sind. Gegen Rapi angeblich den ganzen Match sogar fast. Also irgendetwas können sie ja. Sie können ja, aber warum können sie das nicht in Zählbares umsetzen? Klar, das grösste Problem, wer schießt Goal, das haben sie nicht gelöst, seit sie in der Welt verletzt ist. Haben sie die Frage nicht richtig erfüllen können. Talisa Keller bricht sich halt die Nase im dümmsten Moment, aber das ist halt auch Fußball.
Also die Alissa Keller muss Goal schießen oder jetzt Trillana Ülcz gegen GC. Gegen GC sind sie ja wirklich knapp davor gewesen, wieder aufzuholen. Wegen dem war ja dann der Match gegen Basel so enttäuschend gewesen. Nachher, ja, als Antwort. Und darum, irgendwann muss ich auch von Luzern fragen, liegt es an uns, an was liegt es? Liegt es an den Spielerinnen? Liegt es am Ausrüster? Liegt es am Stadion? Wer ist schuld? Greenkeeper. Irgendjemand muss, oder irgendetwas muss dort schieflaufen. Und ja, vielleicht ist auch Luzern einfach auch zu fest im Frieden. Vielleicht muss es in Luzern mehr Tumult geben. Vielleicht muss jetzt dort dann einfach ein bisschen mehr gerüttelt werden. Vielleicht muss die ein oder andere Spielerin ein bisschen mehr den Finger aus dem Arsch nehmen. Gut, das ist sicher der Fall, wenn du so, wenn du so, so einen Saisonstart anleihst mit dem Kader. Ja, es ist... Es, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil du siehst auf dem Papier die, die Mannschaft, du siehst... Oh wow, gleich habe ich letztes Jahr gesagt, von Luzern. Mhm. Das ist Copy-Paste. Mhm. Du siehst das Papier, du siehst den Kader, denkst, krass, hey, schau mal, die können Fußball spielen, mit denen kannst du etwas machen. Und dann passiert einfach, ja, passiert einfach nicht. Und Pech haben sie auch noch gehabt, ihre beste neue Spielerin, Jenny Egeris, hat das Kreuzband gerissen. Das ist auch blöd. Nach zwei Matches, was soll das? Gottverdammt, scheiß Kreuzband rissen. Ja, ist echt, es läuft nicht. Es läuft nicht. Ja, und jetzt sind wir dann einfach gespannt, ob sich Luzern wieder fahren kann. Ich weiß es nicht, das ist im Fall wirklich. Mittlerweile kann ich es dir nicht sagen. Theoretisch denke ich, es geht. Aber den erste wichtige Match gegen Rappi haben sie schon mal versagt. Und ich sehe nicht, dass sie anderen Punkte wegnehmen können, außer also vielleicht wirklich einem Servet zwischen zwei Champions League Match, wo Servet einfach sagt, Luzern, Luzern so klein, das nehmen wir im Heimweg ein. Aber sonst sehe ich nur, dass sie gegen Thun und gegen Aarau versuchen zu punkten. Ja, und auch dort, gell, wenn du so eine Negativspirale bist, wie jetzt gerade Luzern, dann ist es schwierig, auf das eine Spiel dann können parat sein, weil... Genau. Also ich hoffe, sie bekommen noch die Kurve, nur damit es auch spannender bleibt. Also sonst haben wir halt das gleiche in Blau, in dem Fall von Luzern. Und wieder einfach eine Liga, wo klar ist, wer in das Abstiegsspiel geht. Und es war auch sehr enttäuschend, Luzern dort unten zu sehen. Krass, ne? Ja, im Moment muss man das vielleicht auch so sagen. Nicht, dass irgendeine Luzern-Spielerin den Podcast hört, aber muss man vielleicht auch so sagen, damit sie sich das auch mal vor Augen halten. Dass sie vielleicht spielen sie dann um einen Abstieg, wenn sie weiterhin auf dem Level shooten. Ja, wäre die logische Konsequenz, ja. Ja, das wäre krass. Das wäre richtig heftig, Luzern in der Aufabstiegszone. Ja, du, wir werden es sehen. Das sind alle Super League-Mannschaften gewesen, gell? Das sind alle gewesen, ja. Ja. Plus Gap, plus Champions League, plus eineinhalb Stunden, ja, genau. Geschwafel von uns. Ja, ja, haben wir gut gemacht. Können wir uns auf die Schulter klopfen, zufrieden sein. Ja, genau. Und jetzt gehen wir zum Morgen essen. Jetzt können wir zum Morgen essen. Am Morgen um 4 Uhr gibt es ein Gipfel und einen Kaffee. Ja, warum nicht? Also, ich meine, es war wirklich ernst. Das kannst du vergessen. Was kannst du vergessen? In 2 Stunden kommt Chiara. Ja. Möchtest du morgen? Ja, aber du hast 2 Stunden zum Morgen essen, oder? Ja, je. Ja, wir sind wegen dir da. Ich habe um 10 Uhr am Morgen mit dir gerechnet. Ja, ich auch. Ursprünglich. Du, danke Andi für deine Gut, Zeit. Gut, hast du viel Arbeit mit Schneiden. Ja, ja. Den ganzen ersten eineinhalb Stunden. Und danke euch fürs Zuschauen und Zuhören, wenn ihr so lange mitgehalten habt, obwohl wir nicht auch schon länger hatten. Und vergesst nicht, wir haben viel Live-Fußball für euch. In letzter Zeit habe ich richtig, richtig Gas gegeben mit dem Live-Spiel. Cool. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen Pause nachher, gerade nach dem Cup-Wochenende. Aber mal schauen, wie lange dass wir jetzt noch Live-Spiel haben. Am Samstag das Spitzenspiel Yverdon gegen Sion. Hoffentlich schauen dann viele von euch, weil es ist halt schon das Westschweizer Derby. Und dann am Samstag, am Sonntag ganz interessant, Red Bull Aarau gegen Luzern in der U20. Und dann am Samstag drauf Zürich gegen Luzern in der U20. David, also wir haben ein paar gute Matches vor uns. Und vielleicht Daumen drücken, zu Gott beten. Hoffen, dass unsere Gebührengelder nicht genutzt werden
Vielleicht sogar Servette gegen Roma live bei uns. Das wäre das Highlight, ja. Danke, tschüss zusammen. Ciao miteinander.